So, herzlich willkommen in die Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben heute die Veranstaltung Leistung, die sich lohnt, das Versprechen der Chancengerechtigkeit. Zwei von Deutschen sind heute der Meinung, dass sich Leistung in Deutschland nicht mehr lohnt. Wenn man bedenkt, dass Leistungsprinzip ein wichtiges Element für die soziale Integration in modernen Gesellschaften ist, scheint hier ein verbindender Wesenszug verloren zu gehen. Gesellschaftliche Integration setzt logischerweise Chancengleichheit in allen wichtigen Bereichen von Gesellschaft voraus. Die große Herausforderung für Politik und Gesellschaft ist, eine gesellschaftliche und politische Atmosphäre zu schaffen, die das individuelle Verantwortungsbewusstsein fördert und stärkt und zugleich solidarisch bleibt. Und das in einer pluralen Gesellschaft, in der immer noch Herkunft über Teilhabe, Erfolg und Aufstieg mitentscheidet. Gesellschaftlicher Zusammenhalt in zunehmend diversifizierten Gemeinschaften gelingt am besten, wenn alle Menschen als Resultat ihrer persönlichen Anstrengung an den Ressourcen der Gesellschaft teilhaben und am Erfolg beteiligt werden können. Wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist auch eine gesellschaftliche Erzählung, die den Menschen als erstrebenswerte Orientierung dient. Was ist der deutsche Traum? Nennen wir hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung eine Reihe, die sich mit den zentralen Werten der bundesrepublikanischen Gesellschaft wie etwa Bildung, Demokratie, Arbeit, Leistung auseinandersetzt und den Zustand der Gesellschaft im Kontext notwendiger Handlungsstrategien analysiert. Vor dem Hintergrund dieser zentralen Werte beschäftigen wir uns mit drei politischen Tätigkeitsbereichen, die für Teilhabe und soziale Kohäsion fundamental sind. Erstens Teilhabe im Bildungswesen, zweitens Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt und drittens politische Partizipation. Im Rahmen dieser Reihe »Was ist der deutsche Traum?« freuen wir uns heute Abend sehr, vier ausgezeichnete Expertinnen und Experten gewonnen zu haben, die heute über Leistung, Teilhabe und Chancengerechtigkeit diskutieren werden. Moderiert wird heute die Diskussionsrunde von Andrea Dernbach, die politische Redakteurin beim Tagesspiegel ist. Den Anfang macht Professor Sieghalt Neckel. Er ist Professor an der Universität Goethe-Universität an Frankfurt am Main mit dem Schwerpunkt soziale Ungleichheit. Und zugleich ist er auch Mitglied der Leitung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Er ist gegenwärtig auch Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften an der Uni Frankfurt und Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und 2010 erhielt er gemeinsam mit drei seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Rene-König-Lehrbuchpreis. Herr Professor Neckel, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank der Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung und für die Gelegenheit, dass ich am Anfang dieser wichtigen Diskussion darüber, nämlich was aus dem Versprechen der Chancengerechtigkeit heute geworden ist, wie es um dieses Versprechen der Chancengerechtigkeit steht, dass ich am Anfang dieser Diskussion in das Thema einführen darf. Nun, schon seit einigen Jahren wird in der Öffentlichkeit wieder verstärkt über das Leistungsprinzip diskutiert. Anlässe hierfür bieten einerseits Veränderungen der Leistungsanforderungen in Arbeit und Beruf. Andererseits wird vielfach in Frage gestellt, ob verschiedene Arbeits- und Lebensleistungen auch jeweils die Belohnungen und Anerkennung erhalten, die ihnen zukommen sollten. Erkennbare Leistungen und materielle Verdienste treten nicht selten deutlich auseinander, sodass in der öffentlichen Meinung Zweifel entstehen, ob das Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft noch gilt. An Beispielen wie hohen Börsengewinnen, wie den Einkünften von Topmanagern, von Medienstars und von Spitzensportlern oder auch am Beispiel der heutigen Erbschaftswelle wird das Leistungsprinzip dann auch kontrovers debattiert. Hierzu trägt bei, dass das Leistungsprinzip für unterschiedliche Sozialgruppen eine gegensätzliche Bedeutung angenommen hat.
Während es zu den Privilegien wirtschaftlicher Spitzengruppen und professioneller Eliten gehört, Verdienste weit außerhalb von Leistungskriterien zu erzielen, wird das Leistungsprinzip gegenüber sozialen Verlierern als Instrument der staatlichen Kontrolle verwendet, seit man in der Sozialpolitik das Prinzip der erzwungenen Gegenleistung durchgesetzt hat. Für breitere Bevölkerungsschichten wiederum gilt immer mehr, dass Leistungen, Arbeit und Beruf längst nicht garantieren, bei der sozialen Statusverteilung auch erfolgreich zu sein. Solche Befunde, wie ich sie gerade etwas resümiert habe, am Anfang bedürfen natürlich einer Erläuterung, was unter dem Leistungsprinzip eigentlich verstanden werden soll. Und so will ich in meinem kurzen Eröffnungsvortrag, in ungefähr 25 Minuten, den Leistungsbegriff zunächst historisch skizzieren, um dann über aktuelle Entwicklungen zu sprechen, die sich gegenwärtig hinsichtlich der Bedeutung von Leistung vollziehen. Leistung ist ein Wert, der weit in die Geschichte menschlicher Kulturen zurückreicht. Herausragende Leistungen sind zu allen Zeiten anerkannt worden und ihren Erbringern wurde Wertschätzung und mitunter Verehrung zuteil. Doch erst die Theoretiker des Liberalismus erhoben Leistung auch zu einem umfassenden gesellschaftlichen Ordnungsprinzip. Was eine Person besitzt, welche soziale Stellung jemand innehat und welche Karriere sie oder er einschlagen kann, sollte nicht länger durch das ständische Prinzip der Herkunft bestimmt werden und auch nicht durch unveränderliche Merkmale wie Hautfarbe, Alter oder Geschlecht, sondern allein das Ergebnis der eigenen Arbeit und Leistung sein. Mit dem Aufstieg des Bürgertums entstand so das ideelle Modell der Leistungsgesellschaft, welches für das ganze Industriezeitalter verbindlich wurde und das bis heute das Selbstverständnis moderner Nationen prägt. Nach wie vor ist das Leistungsprinzip eine Fundamentalnorm im Selbstverständnis unserer Gegenwart. Leistung gibt die Kriterien vor, nach denen Lebenschancen verteilt, Teilhabe am wirtschaftlichen Wohlstand gewährt und die soziale Ungleichheit zwischen Personen, Gruppen und Klassen gerechtfertigt werden sollen. In scharfer Abgrenzung zu allen bloß zugeschriebenen Eigenschaften beansprucht das Leistungsprinzip Einkünfte, Zugänge, Ränge und Ämter allein nach den Maßstäben von Wissen und Können zu vergeben. Seine zentralen Anwendungsbereiche stellen demgemäß die Sphären des sozialen Wettbewerbs dar. Bildung, Arbeit und wirtschaftlicher Erwerb sind seine wichtigsten Domänen. Allerdings ist in modernen Demokratien das Leistungsprinzip bei weitem nicht die einzige Sozialnorm von gesellschaftlichem Belang. Das politische System etwa ist davon ausgenommen, hier gilt das Prinzip der rechtlichen Gleichheit. Und auch das Sozialstaatsgebot richtet sich nicht in erster Linie nach dem Leistungsprinzip, da hier vor allem die Frage der Bedürftigkeit zählt. Eine besondere Bedeutung hat das Leistungsprinzip dafür, Garant sozialer Chancengerechtigkeit zu sein, insbesondere im Bildungssystem. Denn dem Selbstverständnis der Leistungsgesellschaft nach soll der Erfolg beim Bildungserwerb die zentrale Rolle für die soziale Statusverteilung spielen. So postulierte der deutsche Soziologe Helmut Schelsky bereits in den 1950er Jahren, dass die Schule die entscheidende soziale Dirigierungsstelle für Lebenschancen sei. Der Schule käme die Aufgabe zu, in Absehung von allen leistungsfremden Merkmalen Bildungstitel allein nach Wissen und Begabung zu vergeben. In den folgenden Jahrzehnten hat die Sozialwissenschaft eine fundamentale Kritik dieser Illusion der Chancengleichheit unternommen, wie dies in einer berühmt gewordenen Studie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu aus den 70er Jahren genannt worden ist. Darin zeigt Bourdieu auf, und diese Befunde sind grundsätzlich auch heute noch gültig, dass Kinder aus unteren Schichten ohne starken Bildungsbezug paradoxerweise gerade dadurch benachteiligt werden, dass man für alle Kinder Chancengleichheit herstellen will. Denn die Vorteile der Kinder aus mittleren und oberen Schichten resultieren aus einem bereits frühzeitig in der Familie erworbenen kulturellen Wissen,
das in das habituelle Verhaltensrepertoire eingeht und damit von Kindern unterer Schichten durch schulisches Lernen kaum einzuholen ist, werden, wie dies dem republikanischen Ideal gemäß in Frankreich in besonderer Weise der Fall ist, werden nun alle Kinder mit strikt den gleichen Prüfungsbedingungen konfrontiert, setzen sich zwangsläufig jene am stärksten durch, die von ihrer familiären und sozialen Herkunft her auf die Maßstäbe des schulischen Erfolgs am besten vorbereitet worden sind. Nach Maßgabe eines Schulsystems, das vorgeblich alle gleich behandelt und keine anderen Unterschiede als individuelle Leistungsdifferenzen kennt, ist somit in Wirklichkeit das Prinzip des Vorteils aufgrund sozialer Herkunft am Werk, das den Normen des Leistungsprinzips eigentlich diametral widerspricht. Das Leistungsprinzip stellt in der modernen Gesellschaft zwar die zentrale Norm der Statusverteilung dar, in der gesellschaftlichen Wirklichkeit jedoch, wie soziologische Untersuchungen immer wieder nachgewiesen haben, in der sozialen Wirklichkeit jedoch sind Herkunftsbedingungen und Vorteile, die nicht auf eigenen Leistungen beruhen, wesentliche Einflussfaktoren dafür, welchen Platz man in der sozialen Rangordnung einnehmen kann. In gesellschaftspolitischer Hinsicht repräsentiert das Leistungsprinzip aber dennoch keine reine Ideologie, die nur den Stärksten zum Vorteil gereicht. Dies hat mit dem grundlegenden Regelwerk zu tun, das dem Leistungsprinzip eigen ist. Im Unterschied zum Vorrang der Herkunft, aber auch zur modernen Marktlogik der möglichst höchsten Gewinne, im Unterschied dazu begründet das Leistungsprinzip ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Anstrengungen sollen belohnt werden und die Belohnungen untereinander das Maß der jeweiligen Verdienste repräsentieren. Ob dies jemals Realität gewesen ist, ist gesellschaftlich letztendlich nicht entscheidend. Wichtig ist vielmehr, dass mit dem Leistungsprinzip eine normative Richtschnur in die Verteilung des Wohlstands eingezogen ist, die ansonsten vollständig dem nackten Durchsetzungskampf der jeweils mächtigsten Interessen überantwortet wäre. Im allein verdienstbezogenen, meritokratischen Prinzip der sozialen Schichtung hatte das Bürgertum einst sein Arbeitsethos gegen die aristokratische Maßlosigkeit des reinen Genusses behauptet. Dies ist der Grund dafür, dass auch heute noch das Leistungsprinzip als einzig öffentlich rechtfertigungsfähiger Maßstab der Statusverteilung fungiert, über den die moderne Gesellschaft ihrem eigenen Selbstverständnis nach verfügt. Das Leistungsprinzip stellt mit anderen Worten einen zentralen normativen Bezugsrahmen dar, in dessen Deutungshorizont sich von der Arbeiterbewegung über den Feminismus bis hin zu den heutigen Forderungen nach Chancengerechtigkeit für Migranten Konflikte um die soziale und ökonomische Teilhabe entzünden und sei es als Definitionskampf darüber, was unter Leistungen eigentlich zu verstehen sei. Wirtschaftliche Einkünfte und soziale Platzierungen sind heute aber keinesfalls stärker als Wirkungen erbrachter Leistungen zu begreifen, als dies in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Tatsächlich haben wir es in unserer Gegenwart vielfach mit leistungslosen Erfolgen bei der oberen sozialen Platzierung zu tun, während andererseits untere Sozialgruppen nur geringe Chancen haben, Arbeitsleistungen zu erbringen, die ihnen einen selbstständigen Lebensunterhalt sichern. Versucht man, die Realität des Leistungsprinzips in unserer Gegenwart näher zu beschreiben, kommt man daher nicht umhin, sehr gegenläufige Entwicklungen zu konstatieren. Diese gegenläufigen Entwicklungen möchte ich auf die Formel bringen, dass wir paradoxerweise die Gleichzeitigkeit der Ausweitung und der Aushöhlung des Leistungsprinzips erleben. Beginnen wir mit der Ausweitung, so lässt sich feststellen, dass Leistungsmaßstäbe auch in gesellschaftliche Bereiche importiert werden, die zuvor nach den Prinzipien von Anrechten oder Bedürftigkeit organisiert worden sind. Die Sozialreformen der Gegenwart, wie etwa Hartz IV,
verwandeln Leistung in eine Pflicht, die mit der Inanspruchnahme der öffentlichen Daseinsvorsorge einhergehen soll. Entkräftet sieht sich dadurch die Norm, dass es für die Sicherheit vor Existenzrisiken hauptsächlich auf den Bürgerstatus ankommen soll, und so wird das Bedürftigkeitsprinzip des Sozialstaats heute weitgehend als leistungsfeindlich diskreditiert. Hingegen sehen sich die Gewinner der modernen Marktökonomie und der wirtschaftlichen Globalisierung in der günstigen Lage, dass Leistungskategorien für den Erwerb ihrer Vorteile nicht verbindlich sind, die sich vor allem leistungsfernen Mechanismen verdanken, nämlich privilegierten Herkunftsbedingungen und den spekulativen Renditen des Finanzmarktkapitalismus. Gerade wirtschaftliche Spitzenkräfte neigen dazu, sich selbst den Status einer Leistungselite zuzuschreiben, die ihre hervorgehobene Stellung allein den eigenen Qualifikationen verdanke. Die gesellschaftliche Wirklichkeit hingegen sieht wesentlich nüchterner aus. Zwar gilt für Führungspositionen heute eine zunehmende Bildungsabhängigkeit. Dies kommt den Vorteilen einer privilegierten Herkunft aber gerade entgegen. So stellt sich die soziale Abschließung des wirtschaftlichen Spitzenpersonals heute wesentlich rigider dar als etwa in den Phasen kollektiver Aufstiegsprozesse in den 1950er und 80er bis 80er Jahren. In der bedeutenden Rolle, die Erbschaften und andere Vermögensübertragungen für die moderne Lebensführung spielen, findet die Herkunft auch einen wichtigen finanziellen Niederschlag. Inmitten einer Kultur, die sich wie kaum je zuvor ausdrücklich als leistungsorientiert versteht, nimmt somit faktisch das Geburtsprinzip eine entscheidende Weichenstellung für die Entwicklung von Lebenschancen dar. Ein charakteristisches Merkmal unserer globalen Ökonomie ist überdies, dass die Finanzmärkte die wirtschaftliche Entwicklung bestimmen. Börsenspekulationen, der Geldhandel und Aktiengeschäfte geben damit die wichtigsten ökonomischen Gewinnchancen vor. Von ihnen profitieren die Eigentümer von Anlagekapital, die mittlerweile eine eigene Klasse der Reichen und Superreichen bilden, sowie die wirtschaftlichen Eliten der Finanzdienstleister und des Topmanagements. Durch großzügige Jahresgehälter, durch das Bonussystem und durch Aktienoptionen haben sich die Einkünfte dieser Wirtschaftselite mittlerweile auch in Deutschland bis auf das 300-fache gegenüber den Durchschnittseinkommen gesteigert. An der Spitze der sozialen Hierarchie sprechen wir daher heute nicht ohne Grund von einer neuen Plutokratie, mithin einer Reichtumsherrschaft, die alle Regeln des Leistungsprinzips weit hinter sich lässt. Wir haben es hier mit einer Verteilungsordnung zu tun, die auf den Besitztiteln von Anlagekapital gründet und dadurch eine Sozialstruktur etabliert, die aus den Regeln einer bürgerlichen Leistungs- und Wettbewerbsordnung nicht mehr erklärbar ist. Es ist daher kein Wunder, dass der heutige Finanzmarktkapitalismus das Leistungsprinzip als zentrale Bezugsnorm durch die soziale Abstände gerechtfertigt werden sollen, so weit verfallen lässt, bis schließlich in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch ein höchst brüchiger Zusammenhang zwischen erbrachten Leistungen und erhaltenem Wohlstand existiert. Die empirischen Studien hierzu sind Legion. Sie belegen seit der Jahrtausendwende in vielen europäischen Ländern einen drastischen Einbruch des Glaubens an die Gültigkeit des Leistungsprinzips. Die jüngste Umfrage in Deutschland hierzu hat, das ist gerade erwähnt worden, im November 2011 die Bertelsmann Stiftung veröffentlicht, wonach 2/3 aller Deutschen der Auffassung sind, dass man für Leistungen nicht belohnt wird und nicht daran glauben, dass alle Bürger die gleichen Aufstiegschancen haben. Tatsächlich fehlen dem Leistungsprinzip im Finanzmarktkapitalismus elementare Voraussetzungen dafür, um als Rechtfertigung sozialer Ungleichheit wahrgenommen zu werden. Hiermit ist nicht der triviale Sachverhalt gemeint, dass die tatsächliche Verteilungsordnung moderner Gesellschaften schon immer das Leistungsprinzip verletzte.
Was sich heute als Erosion des Leistungsprinzips eingestellt hat, betrifft vielmehr den Umstand, dass die Wohlstandsverteilung im Finanzmarktkapitalismus zunehmend gar nicht mehr als ein Anwendungsfall des Leistungsprinzips erscheint, insbesondere der Reichtumszuwachs in den Oberklassen gänzlich außerhalb des Leistungsprinzips steht. Und zwei systematische Faktoren sind es, die hierbei eine Rolle spielen. Im öffentlichen Verständnis davon, das, was der gewöhnliche Bürger unter Leistung versteht, und im öffentlichen Verständnis davon, was als Leistung bezeichnet und als Verdienst belohnt werden sollte, in diesem öffentlichen Verständnis werden allein beabsichtigte und zurechenbare Handlungen als Leistungen wahrgenommen, während etwa zufällige Ereignisse im Verständnis der modernen Gesellschaft nicht dafür kandidieren, als Ergebnisse von Leistungen und als legitime Basis von Verdiensten zu gelten, dann hat man eben Glück gehabt, aber keine Leistung erbracht. Die modernen Finanzmärkte haben aber genau eine solche ökonomische Kultur der Zufälligkeit etabliert, die der öffentlichen Wahrnehmung als Grenze dafür erscheint, dass der Leistungsbegriff hier überhaupt noch eine berechtigte Anwendung findet. Dies umso mehr, wenn man einen weiteren Faktor berücksichtigt, der als eine Voraussetzung dafür wirkt, von Leistungen sprechen zu können. Denn in welchem Ausmaß auch immer das Leistungsprinzip in der gesellschaftlichen Wirklichkeit verletzt werden mag, setzt es doch stets voraus, dass unterschiedliche Einkünfte sich überhaupt im Status der Vergleichbarkeit befinden und nicht, wie in vormodernen Zeiten, völlig unterschiedlichen Kategorien angehören, die sich aufgrund ihrer gigantischen Differenzen und ihrer Wesensungleichheit gar nicht miteinander vergleichen lassen. Die nachhaltige Verstörung des gesellschaftlichen Leistungsbewusstseins, die wir heute feststellen können, geht mithin maßgeblich darauf zurück, dass der Finanzmarktkapitalismus eine Verteilungsordnung wesensungleicher Einkommen schafft, mit einer verbreiteten Prekarisierung von Bevölkerungsschichten einerseits und einer Reichtumsoligarchie an der Spitze, deren extrem hohen Erträge der modernen Welt sozialer Ungleichheit gar nicht mehr anzugehören scheinen. Hier liegt die Rationalität dessen, dass die öffentliche Zeitkritik die Auswüchse einer derart verwilderten Ungleichheitsordnung mitunter als einen neuen Feudalismus bezeichnet. An eher vorbürgerliche Zeiten, in denen das Leistungsprinzip keinerlei Relevanz für die Sozialordnung besaß, an eher vorbürgerliche Zeiten erinnern auch andere Entwicklungen der sozialen Ungleichheit. Und so lässt sich als eine Art Refeudalisierung bezeichnen, dass die Schichtzugehörigkeit heute wieder weitgehend auf dem Prozess der dauerhaften sozialen Vererbung des gesellschaftlichen Status beruht. Vergleicht man etwa die Mobilitätschancen von Kindern von leitenden Angestellten mit Kindern von ungelernten Arbeitern, so haben Kinder aus höheren Angestelltenfamilien eine über 40-mal höhere Chance, selbst zur Führungskraft zu werden. Weniger als 1% der Bevölkerung aus einem Elternhaus, in dem der Vater ungelernter Arbeiter ist, schafft es, in eine leitende Angestelltenposition zu gelangen, weniger als 1%. Hingegen werden etwa 2/3 der Kinder aus Familien leitender Angestellter selbst wieder Führungskräfte. Hierin kommt zum Ausdruck, dass sich nicht nur in Deutschland ein 3 Jahrzehnte währender Trend zur stärkeren sozialen Durchlässigkeit mittlerweile dauerhaft umgekehrt hat. Bis zu den Geburtsjahrgängen vor 1960 nimmt der Zusammenhang zwischen dem Elternhaus und der erreichten sozialen Position in der Ost- wie westdeutschen Nachkriegsgeschichte ab, um sich nunmehr für die 20 Geburtsjahrgänge danach, deren soziale Platzierung bisher soziologisch untersucht worden ist, deutlich auszuprägen, in Ostdeutschland noch wesentlich stärker als in Westdeutschland und bei den Frauen noch steiler ansteigend als bei den Männern. Dass die Schichtzugehörigkeit
des eigenen Elternhauses heute wieder der alles entscheidende Faktor bei der gesellschaftlichen Verteilung von Lebenschancen ist, zeigt sich auch bei der ungünstigen sozialen Platzierung von Zuwanderern. Kinder ethnischer Gruppen, vor allem türkischer und italienischer Herkunft, haben deutlich geringere Bildungserfolge als deutsche Kinder. Diese ethnische Ungleichheit setzt sich auf den Arbeitsmärkten fort, wo Zuwanderer wesentlich seltener in qualifizierten Berufen tätig sind. Die Ursachen hierfür liegen aber nicht in einer ethnischen Diskriminierung, die sich jedenfalls im Schulsystem nicht nachweisen lässt. In der beruflichen Ausbildung, in der beruflichen Bildung ist das anders. Da lassen sich sozusagen tatsächliche, reale Diskriminierungsprozesse feststellen, im Schulsystem allerdings nicht. Die Ursachen also für diese ethnische Ungleichheit liegen eben nicht in einer ethnischen Diskriminierung im Schulsystem, als vielmehr darin, dass Migranten insbesondere aus Süd- und Südosteuropa und aus der Türkei überdurchschnittlich häufig eben jenen unteren Sozialschichten mit niedrigen Bildungsabschlüssen angehören, die auch unter der deutschen Bevölkerung die geringsten Chancen haben. Treten bei Zuwanderern dann noch besondere Umstände hinzu, wie die Abwertung von Bildungsabschlüssen im Aufnahmeland, mangelnde Sprachkenntnisse oder fehlende Netzwerke, verfestigt sich die untere soziale Platzierung in besonders nachhaltiger Weise. Wohingegen Kinder mit Migrationshintergrund einem mittleren Bildungs- und Einkommensmilieu entstammen, streben die betreffenden Elternhäuser höhere Bildungsabschlüsse an als in der schichtgleichen deutschen Bevölkerung, was wiederum unterstreicht, dass es in erster Linie die soziale Herkunft ist, die über Lebenschancen entscheidet. Ob es die PISA-Studien sind oder die Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung. Sie zeigen eine Gesellschaft, in der Armut wie umgekehrt Privilegien von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden und die sich daher in einem offenen Prozess der Refeudalisierung von Lebenschancen befindet. Nicht offene Statuswettbewerbe und dynamische Übergänge bestimmen die Verteilung von Soziallagen, sondern die gleichsam archaischen Mechanismen von Einschluss und Ausschluss, von drinnen und draußen. Im Hinblick auf diese geschilderten Entwicklungen lässt sich die gegenwärtige Verfestigung und Vertiefung sozialer Ungleichheit nur sehr begrenzt durch das Leistungsprinzip und die Regeln der Chancengerechtigkeit legitimieren. Das Leistungsprinzip bleibt daher auch heute ein normativer Bezugsrahmen für die Ansprüche von Bevölkerungsgruppen auf gesellschaftliche und insbesondere wirtschaftliche Teilhabe. Es birgt ein Potenzial legitimer Kritik immer dann, wenn eine Gesellschaft die nützlichen Beiträge und Anstrengungen bestimmter Sozialgruppen missachtet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Neckel. Und Ihnen vielen Dank, die Sie gekommen sind, die Sie es geschafft haben, sich durch die ständigen Berliner Regenschauer nach hier zu arbeiten. Herr Professor Neckel ist bereits begrüßt. Ich begrüße des Weiteren hier auf dem Podium Frau Brigitte Mergenthaler-Walter, die den weitesten Weg von allen hinter sich gebracht hat, eigentlich geschützt in der Bahn, nehme ich an, vom Bodensee nämlich und von der mutmaßlich berühmtesten und in unserem Zusammenhang vielleicht auch bei manchen berüchtigsten Schule Deutschlands, nämlich Schloss Salem, Gymnasium und Internat, aber dazu werden wir noch kommen. Herzlich willkommen. Und zu meiner Linken etwas näher, Mehmet Daimargüller, Rechtsanwalt, lange Politiker für die FDP, studiert in mehreren deutschen Städten, nicht nur Rechtswissenschaft nebenbei, sondern auch Philosophie in deutschen Städten, aber auch in Harvard und Yale. Dinge, die Ihnen nicht an der Wiege gesungen wurden, darüber werden wir gleich mehr hören.
Und Sie sind 2007, wenn ich es recht im Kopf habe, aus der FDP ausgetreten. Vielleicht können wir darüber auch noch reden. Das auch mit dem Thema heute zu... Ja, ich würde ganz gerne auch zuerst mit Ihnen über einiges reden, was Herr Professor Neckel hier schon vorgegeben hat. Das Leistungsprinzip ist ein Klotz, den Sie uns jetzt hingelegt haben. Ja, das Leistungsprinzip als ein Anspruch, der praktisch permanent unterlaufen ist und inzwischen in Gefahr ist, durch eine Refeudalisierung abgelöst zu werden. Wann haben Sie denn zum ersten Mal die großen Löcher im Leistungsprinzip erfahren, Herr Daimler-Güller? Und was hat das in Ihnen ausgelöst? War das so, dass Sie sich sagten, das ist ja ungerecht, oder hat es das Gefühl produziert, oh, vielleicht genüge ich einfach nicht, vielleicht kann ich es einfach nicht? Also meine Eltern sind Einwanderer aus der Türkei. Die sind so Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen. Ich bin in Deutschland geboren. Und bei uns zu Hause war Bildung. Es war klar, dass über die Bildung der Aufstieg zu schaffen ist. Ja? Meine Eltern haben beide Jobs gehabt, von denen sie, die sie so gut kennengelernt haben, das zu wissen, dass sie ihre Kinder das nicht haben sollten. Deswegen war das Credo bei uns zu Hause immer Bildung, und aber auch die verbunden mit der Aussage von meiner Mutter: Junge, wenn du es in Deutschland schaffen willst, musst du besser sein als die Deutschen. Und das bereitet eigentlich keinen Vorwurf an. Es ist eigentlich keine gute Lebenseinstellung, ja, weil es ein Bild der Gesellschaft gibt. Hätte ich heute Kinder, würde ich denen genau das Gleiche erzählen, weil es einfach zutrifft. Und es hat sich viel geändert seit den Tagen, in denen ich zur Schule gegangen bin, aber bestimmte Sachen sind so, wie sie sind. Sie haben sich nicht geändert. Und das mit der Leistungschancengleichheit. In den USA gibt es diesen schönen Begriff der Meritokratie. Ja? Ich glaube nicht, dass wir in einer leben. Herrschaft durch Verdienst. Ja. Ja. Man könnte Sie doch als Beispiel nehmen, als einen, der es geschafft hat. Sie sind inzwischen in der Kanzlei in Kudamm-Nähe. Schöne Lage. Ich habe mal nachgesehen, von Ihren 8 Partnern haben 3 einen Adelstitel. Sind wir vielleicht doch eine Leistungsgesellschaft? Ich lege Wert darauf, in einer anständigen Umgebung zu arbeiten. Also es müssen schon. Ich war ein bisschen irritiert. Es waren keine Grafen, nur Barone, aber gut. Nein, also das wissen Sie, diese ganzen Klischees von Sie haben es geschafft oder sowas. Letzten Endes hat es auch ein... suggeriert das ein Bild von jemandem. Es suggeriert das Bild, das Ideal eines Lebens, ja, du hast es geschafft. Und es suggeriert vor allem ein lineares Leben. So, da Gastarbeiterkind und dann da Harvard, und da gibt's so eine Linie. Dabei ist es doch so verlaufen, ja, und so und so, und dann ist man irgendwann da, und dann, und irgendwann denkt man sich auch, also was heißt man, ich, ja. Ist doch eigentlich alles ein riesiger Quatsch. Ja. Welchen Anteil hatte die Schule da in diesem Zickzack? Naja, also... Pardon, man muss dazu sagen, das soll hier auch nicht verschwiegen werden, Herr Daimler-Güller hat darüber auch ein schönes Buch geschrieben, unter Verwendung eines ebenfalls sehr schönen deutschen Volksliedes, das aber ein bisschen abgewandelt hat. Das heißt, kein schönes Land in dieser Zeit. Aber zurück zur Schule. Also ich hatte Riesenglück bei meinen Lehrern gehabt, immer. Fast immer. Pech hatte ich in der Grundschule. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, Niederschelden. Das ist ein Dorf in der Nähe von Siegen. Und Siegen ist ja auch keine Weltstadt. Ja? Und am ersten Schultag zog ich so ein bisschen die Arschkarte. Denn der Lehrer las die Namen der Kinder vor. Ja, und dann muss man aufstehen und Hallo sagen oder so. Und er sagte, ich las meinen Namen mit Guerkan vor. Gürcan ist mein zweiter Vorname. Wurde nie so genannt, auch Gürcan nicht, Guerkan schon gar nicht. Also habe ich mich nicht angesprochen gefühlt und habe mich nicht gemeldet. Und irgendwie hat er sich hinter mich geschlichen und gab mir eine Kopfnuss und sagte, Kerl, wenn ich deinen Namen aufrufe, stehst du auf. Und der hatte mich identifiziert, weil ich der einzige Türkenjunge in der Klasse war. Oh, danach war ich so eingeschüchtert, dass ich gar nicht mal mit ihm sprach. Mit den anderen Lehrern ja, aber nicht mit ihm. Nach ein, zwei Wochen drückte er mir so einen Brief in die Hand für die Eltern. Das ist meinen Eltern gebracht. Meine Eltern sprachen beide kein Deutsch, haben in Achseln gezuckt. Und dann ging es zu Oma Philippine, eine ältere Dame, die bei uns im Haus wohnte. Und sie schaute sich das an, wurde ganz rot im Gesicht.
und war stinksauer, weil in dem Brief stand, dass ich versetzt werden soll von der Grundschule auf die Sonderschule, weil ich offensichtlich nicht in der Lage sei, der Klasse zu folgen, was Quatsch war, weil ich machte ja meine Hausaufgaben und konnte mit den anderen Lehrern ja ganz normal sprechen. Naja, und dann war es diese Frau, die meine Mutter schnappte und dann zusammen zur Schule und dann schimpfte und sagte, den kenne ich doch, ich kenne ihn seit der Geburt, das ist ein ganz normaler Junge, der gehört nicht auf die Sonderschule. Aber wie kam die Schule, wie kamen Ihre Lehrer auf die Idee? Ja, weil ich ein Problem war, Problemkind, ja, weil ich einfach nicht sprach. Und ich kenne eigentlich relativ viele, vor allem auch türkischstämmige Mädels und Jungs, die auf die Sonderschule gegangen sind, auch in meinem Bekanntenkreis, die eben nicht dahin gehörten, ja, weil es einfach auch kommod war. Das war halt weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann vier Jahre später, also die Oma Philippine machte Rabatz. Und dann durfte ich auf der Schule bleiben. Und ich war eigentlich ein guter Schüler. Und dann nach der vierten kam es ja zur Trennung dann. Und dann sind meine beiden älteren Schwestern, die ganz gut Deutsch sprachen, mit mir halt zum gleichen Klassenlehrer gegangen und haben gesagt, kann unser Bruder aufs Gymnasium? Und ich schaute uns an, lehnte sich zurück und sagte, aufs Gymnasium? Ein Türkenjunge? Kinder, wie stellt ihr euch das denn vor? Das war 1978, ja. Und dann Oma Philippine war zur Kur am Bodensee. Und dann landete ich auf der Hauptschule. Ja. Und danach hatte ich immer Glück mit meinen Lehrern. Ja, auch auf der Hauptschule. Ich meine, die Hauptschule war, glaube ich, damals auch etwas anders als heute. Sehr engagierte Lehrer gehabt. Und nach 2 Jahren durfte ich dann auf so eine spezielle Schulform, die es heute nicht mehr gibt, die Aufbaurealschule. Dann war ich da noch 3 Jahre. Und dann ging ich aufs Gymnasium. Ja. Und dann danach war es ganz normal. Aber um auf jede Frage zurückzukommen, das ist natürlich eine Erfahrung, die man so schnell nicht vergisst. Ja. Und deswegen das, was meine Mutter uns eingetrichtert hatte, das war schon ganz gut, auch richtig. Tja. Ist nebenbei eine Erfahrung, wie Sie schon selbst gesagt haben, die viele machen, weiß ich auch aus meiner eigenen Umgebung, was mit türkischen Kindern und was mit Mittelstandskindern, weißen Mittelstandskindern in der Schule passiert, bei gleichen Noten. Frau Mergenthaler, reden wir erstmal nicht über Salem, da kommen wir noch drauf, sondern reden wir sozusagen über pädagogische Erfahrungen. Woher kommt sowas? Wie kommt es, dass Lehrer nicht das Potenzial eines Schülers sehen, sondern sagen, Sonderschule? Was passiert da? Das Kind steht nicht im Mittelpunkt, wenn Kindern so etwas passiert, sondern es gibt eine Norm, nach der gestrebt wird, und wer diese Norm nicht angemessen erfüllen kann, irgendein Bild, das ein Lehrer hat oder eine Lehrerin, dann kann es zu solchen Effekten kommen, die schrecklich sind und falsch, aber das die einzige Möglichkeit für mich ist, als Lehrer oder für Lehrer den Einzelnen in den Mittelpunkt zu stellen und nach dessen oder deren Stärken und Schwächen sich zu kümmern und die eben Stärken zu stärken und die Schwächen zu stärken. Meinen Sie, dass das in der Staatsschule einfach nicht geht? Nein, das meine ich nicht. Genügend Mittel oder? Nein, das meine ich nicht. Es gibt sehr viele sehr gute Staatsschulen, die genau nach diesem gehen wir an die Montessori-Schule in Potsdam, gehen wir die Stephansschule hier in Berlin, da sehen wir sehr viele, sehr gute Sachen. Also das geht sehr wohl an Staatsschulen. Nur es machen nicht die einzelnen Lehrer, es macht, setzt sich nicht in jeder einzelnen Schule um. Also dazu brauche ich keine Privatschule. Das kann sehr wohl in Staatsschulen gehen und das ist auch wesentlich. Es wäre ja eine komplette Bankrotterklärung aller Pädagogen, wenn man behaupten würde, das wäre in Staatsschulen nicht möglich sein. Das ist möglich. Und nehmen an, dann die Hauptschule, von deren Lehrern Sie erzählt haben, die haben ja genau das getan. An ihren Stärken sich ausgerichtet und sie gefördert nach allem besten Wissen. Nur die Grundschule eben nicht. Also es gibt sehr wohl Staatsschulen, die das tun, das Kind in den Mittelpunkt stellen. Dennoch, und jetzt kommen wir doch zu Salem, gibt es Eltern, die ihre Kinder zu Ihnen schicken, dafür auch ziemlich viel Geld bezahlen? Im Internat stimmt die Ziffer noch, über 30.000 Euro im Jahr Gebühren, also ja. Rund
Grundgebühren, dann kommen noch Nebenkosten dazu. Was erwarten die da? Erwarten die, sie sagen selbst, es gibt auch gute Staatsschulen. Warum schicken die ihre Kinder zu Ihnen? Die erwarten eine ganzheitliche Erziehung. Die erwarten, kann jetzt nur von den Bereichen ausgehen, die wir in den Mittelpunkt stellen, und hofft, dass die Eltern die gleiche Erwartungshaltung haben und deswegen ihre Kinder und Jugendlichen zu uns schicken. Für uns ist es wichtig, die Kinder uns sind drei sogenannte Salemer Tugenden wichtig. Wahrhaftigkeit, Mut und Verantwortung. Verantwortung sich selbst gegenüber, der Gemeinschaft gegenüber und der Gesellschaft gegenüber. Wir versuchen zu erziehen ein politisches Bewusstsein, dass man nur etwas ändern kann, wenn man sich dafür einsetzt. Da wir versuchen zu erziehen durch unser großes Dienstewesen, das wir haben. Jeder Schüler muss ab der 9. Klasse einen Dienst am anderen tun. Das heißt, sich entweder in einem Sozialdienst engagieren oder in Einsatzdiensten, also Feuerwehr, THW, oder mit einem Musikdienst tätig zu sein. Und zum Beispiel im Sozialdienst, da hat man dann einmal pro Woche die Aufgabe, einen Nachmittag entweder im Altersheim zu verbringen, im Bereich von Behinderten, im Bereich von Asylbewerbern etc. Also einen Einsatz für die Gesellschaft, und dass dieses internalisiert wird in den Bereich, das ist uns ganz wesentlich. Das ist eine der für uns wesentlichen Bereiche Erziehung für Verantwortung, die für die Gesellschaft ist, aber auch für die Gemeinschaft. Und das ist etwas, wofür natürlich ein Internat, Salem ist ein Internat, wir sind unsere Schule. Wenn wir Schule sagen, ist es das ganze Lebensbereich, ist ein Lebensbereich von Jugendlichen, von Kindern, und dieser Lebensbereich wird gestaltet werden. Diese Gestaltung, die geht nicht von Erwachsenen, das kann nicht funktionieren. Unsere Schule wird zusammenbrechen, wenn unsere Schüler nicht wären, wenn unsere Schüler nicht Aufgaben übernehmen, altersgerecht, natürlich ein 11-Jähriger, andere wie ein 17-Jähriger. Aber ohne die Mitarbeit der Schülerschaft würde unsere Schule, würde Salem nicht funktionieren. Jeder hat seinen einzelnen Bereich, sein Amt, wie das bei uns heißt, und hat für diese Aufgabe gerade zu stehen. Also das ist etwas, was wir durch das, dass wir eine ganze Lebenswelt haben, eine 24 Stunden, 7 Tage, das kann keine Staatsschule so bieten. Ist unser Leistungsversprechen, dass wir da durch diesen Bereich natürlich eine Persönlichkeit ganz anders formen, eine Persönlichkeit sich anders entwickelt, vor allem auch in der Gemeinschaft von den Gleichaltrigen, indem man sich bewähren muss, indem man Streit aushalten muss, indem man Konflikte überstehen muss. Wir haben 3 Bettzimmer, bei den kleinen 4 Bettzimmer. Wir haben 2 Bettzimmer, ganz, ganz wenige Einzelzimmer. Das ist uns nicht unser Prinzip, Einzelzimmer zu haben. Das liegt an unseren historischen Baulichkeiten, dass es in der Oberstufe einige gibt. Aber das ist wirklich eine Minderheit, denn uns wichtig ist, dass die Schüler sich miteinander auseinandersetzen, miteinander reiben und an dieser Reibung lernen, dass sie Rücksicht nehmen müssen, dass sie auf den anderen eingehen müssen und sie selber auch einmal zurücknehmen müssen, füreinander da sein. Im Flügel, das ist unsere Wohneinheit, im Zimmer oder in der größeren Gemeinschaft. Und das ist etwas, das wir bieten können und das die Eltern erwarten, dass wir ihnen bieten, um so dann junge Erwachsene aus der Schule entlassen. Sie haben eben selbst schon angedeutet und leicht dabei gelächelt, Sie hofften, dass es in erster Linie das pädagogische Konzept sei, was die Eltern dazu bringt, die Kinder zu Ihnen zu schicken. Durch die Gebühren, durch alles, was damit zusammenhängt, ist natürlich auch etwas mindestens miterreicht, unausgesprochen, dass eine gesellschaftliche Schicht ihre Kinder weitgehend unter sich hat, also unter sich bleibt. Wollten Sie das damit andeuten, dass das vielleicht auch der Grund sein könnte? Und ich würde dann gleich an Herrn Professor Neckel auch weitergeben, welche Erkenntnisse er darüber hat.
Nein, das möchte ich damit nicht andeuten. Wir haben auch einen hohen Prozentsatz an Stipendiaten, 22,5%. Also 22,5% ihrer Schüler. Ja. Mhm. Das möchte ich gar nicht andeuten. Ich kann immer nur vermuten, was Eltern tun. In diese Richtung geht es. Und wenn Eltern dieses, was wir bieten können, nicht für ihr Kind in der Erziehung als wesentlich empfinden, dann würden sie es nicht zu uns bringen. Also die Schüler bei uns leben nicht in dem Komfort, wie sie das zu Hause tun würden, auch nicht in einem Komfort, der bei jetzt nicht in anderen Schichten, wie Sie jetzt angesprochen haben, da vorhanden ist. Also unsere Schüler haben ihren Schrank auf dem Flur, also nicht im Zimmer, weil das Zimmer zu eng ist. Also es ist nicht so, dass man davon ausgehen kann, wir haben hier einen Komfort dabei. Also wenn man hier in dieser Erziehungsidee nicht verhaftet ist, dann gibt man sein Kind nicht zu uns. Gibt es darüber Erkenntnisse, Herr Professor Neckel, wie wichtig für Eltern die Entscheidung einer Schulform oder einer Schule ist, was diese bourdieuschen, habituellen Dinge angeht und nicht in erster Linie das pädagogische Konzept? Ja, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Also diese Kriterien von etwas mehr Strenge und etwas mehr Haltung, das sind ja sozusagen alles Prinzipien, die in einer eher bürgerlichen Welt sozusagen gut angesehen sind und die deswegen auch vertreten werden. Worauf es mir ankommt, ist, glaube ich, jetzt erstmal, wir wollen das ja auch unter dem Gesichtspunkt der Chancengerechtigkeit diskutieren. Das ist ja das Thema des heutigen Abends. Und sicherlich ist es so, dass nicht nur die Schule in Salem, sondern der gesamte boomende Markt des privaten Angebots von Bildungseinrichtungen, von Schulen und Universitäten einen wichtigen Effekt haben, nämlich den Effekt, Milieus von großer Ähnlichkeit zusammenzuführen. Ja, eine bestimmte Form von Exklusivität herzustellen, jedenfalls insofern, als die Bandbreite anderer Schichtorientierungen, anderer Lebenseinstellungen, anderer Verhaltensrepertoires in der Regel doch sehr begrenzt ist. Das wird heute ja von vielen Eltern in vielen sozialen Gruppen, in den oberen Schichten, in mittleren Schichten sozusagen auch sehr gewünscht. Und das begrenzt sich ja auch gar nicht auf die Privatschulen, sondern auch in einer Stadt wie Berlin, das weiß man, reden Eltern von Kindern im schulpflichtigen Alter, Eltern, die darüber eine Entscheidung zu treffen haben, wo gehen ihre Kinder demnächst hin, im Wesentlichen darüber, wo man jetzt die besten Schulen identifiziert, was man machen muss, damit die Kinder auf diese Schulen kommen. In Städten wie Berlin werden dann manchmal sozusagen auch die offiziellen Wohnadressen verändert etc. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Mikrostrategien, wenn man so will, ja, die auch natürlich weit verbreitet sind und weit bekannt sind. Und es geht in all diesen Mikrostrategien darum, eine auf der einen Seite Kinder gut auszustatten für den gesellschaftlichen Wettbewerb und auf der anderen Seite eben auch Risiken auszuschließen. Risiken, die immer dann gesehen werden, wenn der eigene Nachwuchs mit Kindern aus Schichten, aus Gegenden, aus Ethnien zusammenkommen, die man nicht richtig einschätzen kann. Also insofern gibt es so eine Art. Aber auch da heißt das Stichwort ja sehr oft nicht derart, sondern heißt Leistungsniveau. Ja, sicher, genau. Und dazu habe ich ja versucht, auch etwas zu sagen. Es ist ja tatsächlich auch so, dass Kinder höherer Sozialschichten mit besseren Bildungsabschlüssen in der Tat auch häufig die besseren Schulleistungen erbringen. Das liegt aber nicht per se daran, dass diese Kinder intelligenter wären als solche oder dass sie sozusagen genetisch besser ausgestattet wären oder sonst irgendwer etwas, sondern das liegt in den Effekten einer fördernden Umwelt, in dem,
was man in der primären Sozialisation an Lebenseinstellungen, an Praktiken, an Formen des Umgangs mit sich selbst schon vermittelt bekam. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, welche Erfahrungen man dann später auf der Schule macht. Und das lässt sich sozusagen durch ein Curriculum eben nicht vermitteln. Das ist ein ganz komplexer Prozess. Und das ist es ja gerade, was ich vorhin die Paradoxie genannt habe, dass eben tatsächlich ein Schulsystem, das keine Unterschiede machen möchte, keine sozialen Unterschiede machen möchte, im Grunde genommen diejenigen bevorteilt, ohne dass man das will. Ja, ganz im Gegenteil, häufig will man das gerade nicht, aber im Effekt kommt das dabei heraus, diejenigen bevorteilt, die besseren Voraussetzungen dafür haben. Aber ich will noch mal etwas auch zu den Erfahrungen sagen, die Sie geschildert haben. Ich glaube, dass man auch eine Lanze brechen muss für das Schulsystem heute und auch für die öffentlichen Schulen, an denen vieles geschehen ist und vieles geschieht. Wir haben dort einen gravierenden Wandel auch eines erhöhten Engagements festzustellen. Allein schon dadurch, ich komme aus einer Stadt und aus einer Gegend, Rhein-Main-Gebiet und Frankfurt, da liegt die Beteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund an den Schulklassen zwischen 30% und 60%. Das heißt, die Zeiten, in denen man wie in Niederschelden ja sozusagen dann zu einer Minderheit gehörte, die haben sich sowieso sozusagen verändert. Das hat das ganze Schulsystem sozusagen umgruppiert. Und es gibt ungeheure Anstrengungen auch, etwa die Diskriminierung von Schulkindern, die nicht biodeutscher Herkunft sind, sozusagen zu vermeiden. Und natürlich gibt es sozusagen viele latente, viele subtile Diskriminierungsprozesse. Aber soweit man wissenschaftlich jedenfalls so etwas überprüfen und nachweisen kann, können wir tatsächlich heute sagen, dass bei dem, was man nachprüfen kann, man nicht sagen kann, dass Kinder also einer bestimmten ethnischen Herkunft etwa heute auf den Schulen per se diskriminiert werden. Das Problem liegt eben tatsächlich daran, dass viel zu viele Migrantenfamilien sozusagen heute es nicht in einen sozialen Aufstieg schaffen und dadurch nicht sozusagen die Einstellungen vermitteln, die auch in der deutschen Bevölkerung etwa Aufstiegsfamilien ihren Kindern vermitteln würden. Das ist der wesentliche Aspekt dabei, dass wir in einer Art stationären Gesellschaft leben, wo es faktisch kaum noch Aufstiegsprozesse gibt und auf der anderen Seite eine starke Abschließung der oberen Sozialgruppen. Das sieht man in den Städten, in der Segregation von Wohnvierteln, in der deutlichen Entmischung von Wohngebieten. Das hat es früher gerade auch in Westdeutschland nicht gegeben. Und das merkt man natürlich auch an den Bildungsinstitutionen. Und selbstverständlich, da wollen wir uns nichts vormachen, eine Jahresgebühr von 30.000 Euro. Das ist sozusagen für viele Familien ein durchschnittliches Jahreseinkommen, ist nicht zu finanzieren, sozusagen aus dem gesellschaftlichen Durchschnitt heraus, sondern richtet sich an eine bestimmte Gruppe, auch derjenigen, die zu den Besserverdienenden und Bessergestellten in der Gesellschaft gehören. Dagegen ist für sich gesehen auch gar nichts einzuwenden, außer dass es dann dazu führen kann, dass sozusagen das öffentliche Schulsystem in mehrfacher Hinsicht verarmt. Wir leben in einem Land, in Deutschland, in dem über 20 Jahre, jetzt hat es sich etwas geändert, aber über 20 Jahre waren die Investitionen in das Bildungssystem, die niedrigsten in der gesamten OECD. Etwas hat es sich verändert. Ja? Und das hat sozusagen auch zu einer Austrocknung und Verarmung des öffentlichen Schulwesens geführt. Ein anderer Faktor ist, dass in dem Moment,
wo sozusagen besser gestellte Familien sich aus dem öffentlichen Schulwesen zurückziehen, gewissermaßen der Anspruchsdruck sinkt, wenn man so will, sich verändert, ja, und das ist gar nicht unbedingt gut für die Schulen. Und insofern ist das, was Sie gesagt haben, dagegen ist nicht das Geringste einzuwenden, und das ist gut und richtig so, aber es hat eben auch einen gesellschaftlichen Kontext, den man berücksichtigen muss. Würden Sie dem zustimmen, Frau Mergenthaler? Schulen wie Salem oder sagen wir mal vielleicht auch, was die Kosten und Berühmtheit angeht, darunter, ziehen sozusagen dem staatlichen Schulsystem nicht Mittel, aber Veränderungsdruck weg? 680 Schüler bewirken den Druck, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wäre eine Illusion, wenn man denken würde, unsere 680 Schüler, die wir haben, würden dem Staat jetzt insgesamt so viel abziehen. Das glaube ich nicht. Das würde ich widersprechen. Wir haben auch bei uns, wenn Sie vorher gesprochen haben davon, dass Ethnien ausgesondert werden. Also das ist bei uns eine Chance. Wir haben eine sehr hohe Vielfalt von Ethnien, von Nationalitäten bei uns an der Schule. Also gar nicht, wir haben vielleicht Passdeutsche, die aber überhaupt nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Oder dann ganz viele andere Ethnien. Und da bildet sich eine lebendige Gesellschaft, die eventuell einen Zusammenlebenskontext findet für sich, wie wir das vielleicht für die Zukunft uns alle wünschen. Das ist eine Idee, die wir mit unserer Internationalisierung, Herausforderungen hier in einer globalisierten Welt sehen und trotzdem eben die Wurzel behalten, nicht die eigenen Wurzeln zu verlieren. Also ich glaube nicht, dass wir das würde Salem jetzt wirklich also ein bisschen überschätzen, um da hier einiges abzuziehen. Und gerade wir versuchen eigentlich auch, das hat eigentlich unser Schulgründer Kurt Hahn schon gemacht, also die Schule zur Gesellschaft zu öffnen, eben nicht diese Abgeschlossenheit zu haben, sondern damals in den 20er Jahren die Salemer Landbevölkerung mit hereinzuholen oder heutzutage eben ganz aktiv hinauszugehen und aber auch unseren Inselstatus, der natürlich hier im Süden der Republik in der heilen Welt sehr viel mehr ist, als wenn ich jetzt nach Neukölln gehe oder nach Wedding, da habe ich das nur oder nach Hamburg in bestimmte Gegenden, wo auch Max-Brauer-Schule ist, da habe ich eine ganz andere Umgebung. Da, im Vergleich dazu ist der Süden der Republik eine heile Welt. Das ist, glaube ich, keine Frage. Aber wir versuchen auch dieses aufzubrechen und eben hier die Gesellschaft auch in verschiedenster Form hier mit in die Schule zu holen oder in die Gesellschaft hinaus zu gehen. Darf ich nur eine Frage stellen? Ich meine, es bestreitet ja überhaupt niemand Ihr Engagement und dass Sie sich sehr dafür einsetzen, fördernde Bedingungen und gute Bedingungen für Ihre Schüler herzustellen, mit hehren Zielen. Aber ist es nicht für Sie ein Problem, dass sozusagen dieses Engagement mit einem Privileg für besonders Begüterte verbunden ist? Und müsste nicht eigentlich Ihr Engagement und die Ziele, für die Sie eintreten, sich auch gerade dadurch erweisen, dass Sie sich dafür einsetzen, dass das sozusagen nicht nur ein Privileg ist, sondern sozusagen auch dem allgemeinen Schulwesen, der allgemeinen Bevölkerung zunutze werden kann? Ist nicht jedes Kind, egal, ein Kind, das gefördert werden sollte, mit all seinen Stärken, in all seiner Vielfalt, in all seiner ganzheitlichen Erziehung? Es ist doch primär egal, woher ein Kind kommt. Man muss es als Kind wahrnehmen und diesem Kind gerecht werden und diesem Kind die Welt zeigen und die Verantwortung, die es für diese Welt hat und für die Gesamtgesellschaft, um dann diese Veränderungen aufgreifen. Also unsere Schüler, wir haben ein großes Schulprojekt, das ist der Peterhof in Petersburg. Und unsere Schüler gehen seit 10 Jahren, Perspektiven hat eine Berliner Organisation, die zum Peterhof nach St. Petersburg geht, geistig Behinderte. Seit 8 Jahren gehen unsere Schüler dahin in den Ferien und betreuen vor Ort diese geistig Behinderten, spielen mit ihnen, basteln mit ihnen, gehen mit ihnen nach außen
und machen das 3-4 Jahre hintereinander, sammeln das Jahr über Geld, um Musiktherapeuten selbst zu finanzieren. Das ist etwas, wo ich denke, dass ihnen dann Beispiel gibt, wie sie sich in der Zukunft für diese Gesellschaft verhalten sollten. Und dass sie eben dass die Erziehung zur Verantwortung für diese Gesellschaft und nicht nur in Deutschland, sondern auf unserer Welt, um hier Ungerechtigkeiten, um Ungleichgewichte, um Ungleichheiten zu minimieren. Ich könnte jetzt Frau Mergenthaler an die Seite springen und sagen, je häufiger sie so engagiert für das Saarlemer Konzept auf Podien Werbung macht, dann macht sie schon eine ganze Menge dafür, für die Verbreitung oder die Ausweitung des Konzepts. Und Herrn Dallmayr-Güler drängte es, glaube ich, dazu was zu sagen. Drängen ist viel gesagt. Ich teile Ihre Auffassung. In den letzten Jahren hat sich einiges in den Schulen getan. Also meine Erfahrungen liegen 30 Jahre zurück, was die Grundschule angeht. Ja. Aber so diese generelle Aussage, nee, so Benachteiligung im größeren Ausmaß, was Ethnien angeht, haben wir eigentlich nicht, kann ich eigentlich nicht so recht glauben. Es gab eine Studie, über die habe ich gelesen, ich glaube, es war vor einem Jahr, wahrscheinlich haben Sie die auch von der auch gehört, dass Kinder bei gleicher Leistung abhängig von ihrem Vornamen besser oder schlechter benotet werden. Vielleicht darf ich das erzählen. Ja. Also diese Studie sagte, und es war jetzt auch keine also nicht ernstzunehmende Institution. Es war, muss man nachschauen, welche Stiftung das war. Aber jedenfalls sagte diese Studie was ganz Interessantes. Sie sagte, dass Mandy und Ronnie oder Jessica. Kevin ist eine Diagnose, oder, ist kein Name, sondern eine Diagnose, oder, war der berühmte Satz. Oder Kevin, dass diese Kinder bei gleicher Leistung bis zu einer ganzen Note schlechter beurteilt wurden als Philipp und Katharina, nenne ich es jetzt mal. Weil die Lehrer eben mit den Vornamen einen Bildungshintergrund oder auch einen fehlenden Bildungshintergrund der Elternhäuser assoziierten. So, und jetzt frage ich mich, wie sich wohl in dem Kontext Fatma und Mehmet und Ali tun wollen würden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Mechanismen da nicht wirken. Eine andere Sache ist, wenn wir auf den letzten Bildungsbericht von Frau Böhmer, der ist diese Woche erst rausgekommen ist. Ich meine, dieses aus dem Hause Böhmer letzte Woche. Der konstatierte, dass Einwandererkinder sehr aufgeholt haben, ja, in der Bildung. Immer noch große Defizite, aber beachtlich aufgeholt haben seit 2005. In dem Bericht heißt es auch, dass die Zahl der Kinder, die an Ganztagsschulen gehen und Kitas gehen, also Migrantenkinder, extrem gestiegen ist. Das Problem ist nur, wenn Eltern, also türkischstämmige Eltern, ihre Kinder auf die Kita schicken und dort aber auf eine Situation zu treffen, wo 85% der anderen Kinder auch einen Migrationshintergrund haben, weil sich eben dann der deutsche Mittelstand verkrümelt hat. Dann ist es ein Problem. Weil das, was Sie das Habituelle vorhin erwähnt haben, oder auch die Sprachkompetenzen, die bleiben dann natürlich auf der Strecke oder werden nicht gefördert. Jetzt kann man das für jeden einzelnen Elternteil natürlich verstehen, ja, dass sie das Beste für die Kinder wollen und so weiter und so fort. Aber in der Masse hat es halt diesen Effekt. Freunde von mir sagen ganz unverblümt, ja, also wenn sie sich, also deutsche, bio-deutsche Freunde von mir, wenn die sich mit ihren Freunden unterhalten, die haben jetzt alle auch Kinder alle, da ist das Schlagwort, in welchen Schulen gibt es die wenigsten Türken? Ja? Und das ist dann eben eine Entwicklung, die allen schadet. Ich war jetzt im Frühjahr 2 Monate in den USA unterwegs, war auch in den Südstaaten, ich war in Mississippi, in Alabama und habe da Ich war mit amerikanischen Bürgerrechtlern unterwegs, auch mit Jesse Jackson und auch seinen Leuten dort und so. Da gibt es immer noch dieses Busing. Ja, da werden die Kinder morgens in den Bus gepackt und dann an die Gegend gefahren, also die schwarzen Kinder, an Schulen mit einem hohen Anteil von nicht schwarzen Schülern, also weißen Schulen. Und je mehr ich mir das anschaue, umso mehr Sinn macht das eigentlich. Was Saarlem angeht, ganz ehrlich gesagt, das Problem von Saarlem ist ja nicht, dass es diese Sachen machen, die es Standard hat, sondern dass die staatlichen Schulen das nicht haben. Und der Ansporn sollte dann sein, eben sich nicht über Saarlem aufzuregen, sondern die staatlichen Schulen so auszustatten, dass sie eben in diese Richtung kommen, in die Nähe kommen. Ja? Die Pro-Kopf-Ausgaben
für Schüler sind nicht signifikant gestiegen über lange Zeit hinweg. Wir werden jetzt sinkende Schülerzahlen haben, und wenn wir nur die Bildungsetats behalten könnten, würden sich ja daraus pro Kopf höhere Ausgaben ergeben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktionieren wird. Und wenn man sich überlegt, welche wichtige Rolle die Kindergärten spielen und damit auch die Kindergärtnerinnen, das sind ja meistens Frauen, und wenn man sich dann anschaut, was sie verdienen, dann ist das ist einfach ein Witz. Das geht einfach nicht. Und es gibt ja diese Studien, Sie werden das besser wissen als ich, dass das Euro investiert in ein Kind bis zum Alter von 8 Jahren eben einen sehr, sehr viel höheren Effekt hat, als wenn man das einem Studenten investiert im Alter von 20. Jetzt sage ich nicht, dass man den Studenten, dass man in Unis nicht investieren sollte. Ich sage aber, dass man massiv in diese frühkindliche Erziehung investieren muss. Vielleicht sage ich noch etwas zu Mandy, also noch zu Mandy und Ali und Kevin und so. Also ich will, das habe ich ja auch vorhin gesagt, ich will ja gar nicht bestreiten, dass es viele Prozesse im Schulalltag in der Richtung geben kann. Ich kann über das sprechen, was sich wissenschaftlich nachweisen lässt. Da gibt es dann allerdings sozusagen, und das erzähle ich jetzt gleich, also eine interessante Rückkopplung. Nach dem, was man gegenwärtig in den Schulen feststellen kann, ist eine nachweisbare Beteiligung von Kindern gleicher Leistungsstärke hinsichtlich unterschiedlicher Noten, also schlechterer Noten, sowohl für die Kevins wie für die Alis nicht nachweisbar. Das ist der Unterschied etwa, das habe ich in meinem Eingangsstatement gesagt, zur beruflichen Ausbildung. Da hat man so experimentelle Studien durchgeführt, wo man ein und dasselbe Bewerbungsschreiben einmal als Peter Müller und einmal als Mesut Özil abgeschickt hat. Schlechtes Beispiel. Die Chancen von Jugendlichen, männlich wie weiblich, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, liegen bei Jugendlichen mit einem ausländischen Namen, insbesondere mit einem türkischen Namen etwa, um bis zu 20% niedriger, als wenn es Bewerbungen sind, die einen deutschen Namen tragen. Das ist richtig. Das lässt sich nachweisen. Das ist eine massive Form sozusagen der Diskriminierung. Einen ähnlich nachweisbaren Effekt, das will ich nur sagen, gibt es in der Schulwelt nicht. Und ich würde auch respektieren, dass es sozusagen in den Schulen von heute eine wirklich große Anstrengung gibt, das auch wirklich zu verhindern. Der Punkt, dass es trotzdem zu einer Wahrnehmung kommen kann, dass Kinder aus Zuwanderungsgruppen schlechtere Schüler sind, weil sie keine Bio-Deutschen sind. Dieser Effekt kommt dadurch zustande, dass eben Kinder aus Zuwanderungsgruppen so häufig aus sogenannten bildungsfernen Familien kommen. Also so häufig zu denjenigen gehören, die die schlechteren Noten haben. Da aber bei ihnen sichtbar ist ihr türkischer Name, ja, ihre fremdländische Herkunft, wird sozusagen der schlechte Schulerfolg dann auf dieses Merkmal rückbezogen, obwohl das im Wesentlichen erst einmal ein Schichtmerkmal ist. Und das kann dann in Form einer Rückkopplung dazu führen, also dass auch Lehrer oder die Öffentlichkeit sagt, die sind schlechter in der Schule, weil sie dort und dort herkommen. Das ist aber sozusagen eigentlich ein Trugschluss. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das heißt, es kommt tatsächlich darauf an, den unteren Sozialschichten Möglichkeiten über sozusagen die Erbringung von Leistung und über Förderung zu schaffen, der sozialen Mobilität und Aufstiegsprozesse. Und dann werden davon auch diejenigen profitieren, die heute sozusagen stark zu diesen unteren Schichten gehören, nämlich die Bevölkerung mit dem sogenannten Migrationshintergrund.
Werden Sie da wirklich Chancen haben? Sie haben es vorhin selbst schon angedeutet. Die Leute kommen aus der Schule, wo sich vielleicht die Lehrer inzwischen, wir sind da unterschiedlicher Meinung auf dem Podium, aber doch viel mehr bemühen, vielleicht auch mit besseren Effekten als früher. Missverstehen Sie mich bitte nicht. Also ich teile ja die Auffassung, dass sich vieles zum Guten gewandelt hat. Ich möchte ja auch gar nicht jetzt den Eindruck erwecken, als sei das Bildungssystem hier vollkommen rassistisch und alles schlecht. Ist nicht der Punkt. Ich habe ja selber auch als Schüler ja das Gegenteil erlebt. Ich möchte aber auch das nicht stehen lassen zu sagen, es gibt keine Diskriminierungseffekte an Schulen. Das ist trifft nicht zu. Also ich glaube, dass es durchaus dort auch Herausforderungen gibt. Sicherlich regional unterschiedlich auch. Ja, auch einen großen Stadt-Land-Kontrast. Das, was Sie gesagt haben, trifft vollkommen zu. Ja. Also mein Grundschullehrer, der mich nicht auf Gymnasium gehen wollte, der hat gesagt, dieser Türkenjunge. Aber es waren die 70er Jahre. Für den war ich ja nicht nur ein Türkenjunge, sondern der Sohn eines Stahlarbeiters auch. Ja. Das heißt, da war auch dieser, das ist was er sozusagen im Kopf hat und das, was er sagt. Das müssen nicht unbedingt eins zu eins gleich sein, weil ich habe diesen Mann nie als Rassisten erlebt. Ja. Trotzdem war es falsch natürlich, was er getan hat. Und ich glaube, dass es diese Effekte gibt, ja. Trotzdem würde ich sagen, lassen Sie uns die Schule mal verlassen. Es gibt ja auch ein Leben draußen, das wir alle erlebt haben. Wir haben jetzt also alle Examen gemacht und stehen dann in der Situation, mit einem türkischen Namen keine Wohnung zu bekommen. Vielleicht auch trotz guter Noten bei einer Bewerbung wegen des Namens. Sie haben es gesagt, keine Stelle zu bekommen. Was dann? Sie haben vorhin, Herr Professor Neckel, eine Situation beschrieben, die wirklich dramatisch ist. Also das, was Sie Refeudalisierung genannt haben. Ja, die Gesellschaft ist doch sehr weitgehend immobil geworden und vom Tellerwäscher zum Millionär. Es hat vielleicht noch nie geklappt, aber es klappt heute weniger denn je. Weshalb hängen wir eigentlich immer noch so am Leistungsprinzip, das Sie sehr schön eine Fundamentalnorm genannt haben? Die Wirklichkeit widerspricht doch an allen Ecken und Enden. Ja, das ist richtig. Aber lassen Sie uns mal überlegen, nach welchen anderen Prinzipien oder Regeln wir eigentlich beurteilen wollen und beurteilen möchten, was jemand bekommen sollte. Es gibt andere Prinzipien, sozusagen, das sind die Prinzipien etwa der Anrechte. Jemand hat ein Recht, egal welche Leistung er erbringt. Und diese Rechte dürfen dieser Person nicht genommen werden. Das sind etwa staatsbürgerliche Rechte. Klar, da sagen wir, das hat mit Leistung nichts zu tun. Auch diejenigen, die nicht leistungsstark sind, haben staatsbürgerliche Rechte, verfügen über die Menschenrechte und die dürfen ihnen nicht genommen werden. Wenn es Leuten schlecht geht, wenn sie sich mit eigener Kraft aus bestimmten Lebensrisiken heraus nicht befreien können, würden wir auch da natürlich sagen, dafür ist das Leistungsprinzip nicht die richtige Norm. Da kommt es darauf an, was braucht jemand, ja? Und wir würden unsere Hilfe, die eine kranke Person, eine Person benötigt, die einen Schicksalsschlag erlitten hat, das würden wir nicht davon abhängig machen, also was diese Person nun gerade für Leistung erbracht hat. Wenn wir aber bestimmen wollen, wer sollte eigentlich die berufliche Position bekommen, die mit einer gewissen Stellung, mit einer gewissen Verantwortung verbunden ist. Wer sollte eigentlich mehr oder weniger Einkommen bekommen? Dann spielt das Leistungsprinzip, glaube ich, immer schon auch eine wichtige Rolle. Und konkurrierende Prinzipien wären entweder sozusagen die völlige Gleichheit, was von den meisten aber abgelehnt wird. Also die meisten möchten keine Gleichheit, ohne dass man schaut, was trägt eigentlich der Einzelne auch bei zu dem, was er erhält. Oder eben Privilegien, so wie wir das im Augenblick haben. Das heißt, die schon in einer bevorteilten Position sind, erhalten wie nach dem Matthäus-Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben, sozusagen auch weiterhin die größten Vorteile. Das heißt, das Leistungsprinzip, dass das, was wir im Leben erreichen können, abhängig sein soll
von unseren eigenen Anstrengungen, um das mal so elementar zu nennen, das ist mit dem Selbstverständnis der modernen Gesellschaft und mit dem Selbstverständnis moderner Individuen ganz stark verbunden. Denn wer soll denn ansonsten darüber bestimmen, wo es mit uns hingehen soll, als dass wir das nicht selber für uns beanspruchen. Wir wollen das sein. Bei der Umsetzung gab es schon immer sozusagen riesige Probleme. Deshalb habe ich auch gesagt, das Leistungsprinzip ist in einer gewissen Weise gültig, auch dann, wenn man es nie verwirklichen kann. Und man kann es nie verwirklichen. Es ist eine Idealnorm, an der wir uns trotzdem orientieren, weil wir verhindern möchten, dass bei der Verteilung von Positionen und bei der Verteilung von Gütern einfach diejenigen am meisten kriegen, die am stärksten und am durchsetzungsfähigsten sind, sondern wir wollen, dass das Verdienst von Menschen dabei eine Rolle spielt, und wir diskutieren in der Gesellschaft immer darum, was als Verdienst begriffen werden soll. Die Kindererziehung, die Erwerbsarbeit, bestimmte Lebensleistungen. Aber das ist auch alles notwendig. Indem wir das tun, verständigen wir uns über die Regeln, nach denen wir leben möchten. Aber ist das Etikett Leistungsprinzip denn, insofern es immer mehr zur Lüge wird in der gesellschaftlichen Realität, etwas, was verhindert, dass man über die reale Ungleichheit spricht? Vielleicht kann man ja der Ex-Politiker helfen. Also nehmen wir mal das Beispiel einer Ministerbesetzung. Ja, es wird natürlich gesagt werden, XY ist die ideale Person dafür. Ja, die Parteivorsitzenden, alle anderen werden das sagen. Die Insider wissen aber, dass jetzt mal wieder eine Frau aus NRW oder eine, in der CSU sind es gelegentlich die evangelischen Franken, dran war. Ja, da wird im Grunde quotiert. Könnte man darüber offen reden, wäre doch einiges schon gewonnen. Also ich glaube, die Politik insgesamt ist eigentlich so ein Bereich, wo die Meritokratie eigentlich noch relativ stark herrscht, würde ich sagen. Also ich war ja nicht kein wirklicher Politiker. Also das muss ich dazu sagen, das war nicht verbunden damit, dass ich sage, ja. Und die Politiker, da kommt es doch gar nicht auf Können an. Ich würde sogar das Gegenteil behaupten, das sehe ich ähnlich wie Sie. Nein, Meritokratie, Sie haben gelacht in dem Zusammenhang. Was meine ich damit? Wenn man sagt, man hat eine Peer Group, Leute, die das Gleiche machen und die dann was investieren, Zeit, Energie, ja, da mendelt sich dann schon derjenige raus oder diejenige, die meiste Zeit verbracht hat auf irgendwelchen Ortsveransitzungen. Ja? Da wird schon sehr, sehr stark, derjenige belohnt, der am meisten eben sich da reinhängt. Bitte? Es ist eine parteipolitische Leistung, ja. Ich sage ja, in der Peer Group. Wenn Sie 20 Bankräuber haben, dann wird der Bankräuber am meisten Geld haben, der die meisten Banken ausgeraubt hat. Das ist auch eine Leistung. Sie müssen das ja nicht bewerten. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn man jetzt eine Bank mit sehr viel Geld ausraubt, dann ist das eine große Leistung. Ja. Sehr viel wenig Arbeit. Ja. Sehr viel kleine Banken mit wenig Geld. Mhm. Dann, absolut richtig, aber verstehen Sie mal das Prinzip. Wie man Sie bewerten ja sozusagen die Arbeit des Abgeordneten oder die Arbeit des Politiker inhaltlich. Das tue ich ja gar nicht. Ja. Im Übrigen, ich sitze nicht im Bundestag und ich habe kein Ministeramt. Insofern habe ich da anscheinend nicht so performt, dass ich es verdient hätte. Also Sie haben einfach hingeschmissen. Sie hätten es geschafft. Naja, hätte, würde, könnte. Wissen Sie, im Türkischen sagt man, hätte meine Tante Eier, wäre sie mein Onkel. Sie kriegen eine Kolumne bei uns. Vielen Dank. Nein, aber wissen Sie, mit dem Leistungsprinzip habe ich mein Problem mit dem ganzen Begriff und der Meritokratie. Wissen Sie, als ich in Harvard war, ja, da saß man dann herum und alle hatten das wohlige Gefühl, wir haben es verdient, hier zu sein. Denn wir haben alle die gleichen standardisierten Tests gemacht. GRE, GMAT, TOEFL, was es so gibt. Und da kann man eigentlich nicht mogeln heutzutage. Die Zahlen lügen nicht. Aber wissen Sie was? Trotzdem ist das Quatsch, davon zu reden, dass das irgendwie gerecht in dem Sinne wäre.
Weil die einen waren dann eben auf den Privatschulen, in den Prep Schools an der Upper West Side oder Upper East Side oder in Salem oder an der Schule, wo eben diese Kinder, diese Schüler darauf vorbereitet werden. Auf nichts anderes als das Schaffen dieser Tests. Das macht Salem nicht. Gut. Aber verstehst du, was ich meine? Salem for the test ist nicht unser Ziel. Wenn man das nicht hatte, ja, dann ist es eine ungleich höhere Arbeit, Einsatz erforderlich, um dahin zu kommen. Und deswegen habe ich mal milde gelächelt, aber gedacht habe ich immer, Junge, mit deinen Voraussetzungen, wenn ich das gehabt hätte in meiner Jugend, ja, dann hätte ich schon 2 Harvard-Abschlüsse oder 3. Das klingt arrogant und so, es ist nicht arrogant gemeint, aber verstehen Sie die Fragwürdigkeit. Aber auf Salem zurückzukommen, ich war ja lange Zeit in einer Unternehmensberatung tätig, ja, einer Strategieberatung. Eine recht, recht exklusive Angelegenheit eigentlich, ja. Und da sind wir auch irgendwie alle, also weniger als 1% der Bewerber werden genommen und da sind sie ganz stolz drauf, so. Und es sind sehr langwierige Tests und so bla, 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 bis man reinkommt. Da ist dann zum einen das, was ich gesagt habe, immer noch richtig. Also man wird auf eine bestimmte Art und Weise vorbereitet. Aber dann, wenn es an die Karriere geht, ja, man wird nach jedem Fall wird man benotet, bewertet. Und da geht es auch nicht nur darum, wie man einen Fall gelöst hat, sondern auch, wie man auftritt, wie man redet, wie man mit dem Mandanten umgeht, wie man diese kleinen Feinheiten, die sie habituell genannt haben, ja, zu wissen, wie man es macht. Ja. Und in solchen großen Unternehmensberatungen, da herrscht das Prinzip grow or go. Man wird alle 2 Jahre befördert oder man geht. Und dann, wenn man sich bewirbt, dann sitzt man in so einem Saal mit 100 Bewerbern und von denen werden dann irgendwie 2, 3 genommen. Und dann hat man eine Peer Group und dann nach 2 Jahren sieht man schon, dass die ersten weg sind. Und dann nach einem Jahr wieder ein paar, nach 5 Jahren sieht man sich um und man ist der letzte Mohikaner. Der letzte Mohikaner heißt, der Letzte, der einen anderen Background hat, weil alle anderen hatten Väter oder Mütter oder beides, die genau das gleiche auch schon gemacht hatten. Ja, die auch schon erfolgreich waren in dem, was sie taten. Und das liegt dann eben auch daran, dass eben zwischen den Zeilen eben nicht nur eben die Leistung bewertet wird, sondern auch, wie man das Glas, ein Weinglas hält, die Lockerheit, die Gelassenheit, die man hat oder die man nicht hat. Die habe ich zum Beispiel nicht. Ich bin da halt ein Straßenköter. Ja. Und dann, Sie dürfen trotzdem mit den feinen Kindern mitspielen. Ja, aber nur im Garten, nicht im Wohnzimmer. Und wissen Sie, der Punkt ist der, also ich möchte jetzt auch Entschuldigung, nur ganz kurz, ich wollte nur sagen, ich merke Bewegung im Publikum und das ist mir auch sehr recht. Ich hatte ohne dies vorgesehen, dass wir auf jeden Fall eine halbe Stunde haben, in denen Sie Fragen stellen oder Beiträge. Wir lassen aber eben Herrn Daimert-Güler noch seinen Beitrag zu Ende. Nein, also ich bin mittlerweile wirklich, vielleicht ist es so eine Art frühzeitig eingetretene Altersgelassenheit. Ich schaue mir das an, ich registriere das durchaus, aber es betrifft mich persönlich nicht mehr. Ja, ich habe mir diese Wurstigkeit zugelegt, die man wahrscheinlich braucht. Mir tut es einfach leid um das Land, um das mal so zu sagen. Ja. Weißt du, wenn ich manchmal einen Döner kaufe, ja, und dann unterhalte ich mich mit dem Verkäufer, 17, 18 Jahre alt, und ich merke an den Fragen, die er da stellt, oder die Bemerkungen, die er da macht, dass er genauso smart, genauso helle, genauso neugierig ist wie jeder in diesem Raum. Aber er wird trotzdem nie im Leben die Chance haben, sein Potenzial auszuleben. Und ich meine dieses Potenzial jetzt nicht ökonomisierend, von wegen, wie viel ist er wert für den Arbeitsmarkt, sondern auf einer menschlichen Ebene, ja, dass er vielleicht nie das Buch entdecken wird, was sein Leben ändern könnte, dass er nie das Musikstück hören wird, dass er nicht an einem Ort reisen wird, wo er sich entwickelt und wo er anderen was mitzuteilen hat. Und deswegen ist das, was wir haben an System, eben nicht nur eine politische und soziale Bankrotterklärung. Es ist eine unmoralische Situation. Und das betrifft nicht nur Migrantenkinder. Ja, es betrifft eben die alle, die aus einem schwierigen Elternhaus kommen und nicht das Glück hatten, eine Oma Philippine zu haben, die da sich hinsetzte. Und ich finde, das sollten wir uns nicht erlauben, das sollten wir uns nicht leisten dürfen. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Ja, und die Frage, was tun, können wir vielleicht mit dem Publikum lösen, hoffe ich. Also, ich freue mich auf Ihre Fragen. Ich habe Sie zuerst gesehen. Ja,
Guten Abend, Frieda Zucker ist mein Name. Es ist sehr vieles gesagt worden und ich glaube, ich kann so gut wie allen zustimmen. Ich denke einfach nur, einiges ist zu kurz gekommen. Es sind auch Sachen, die wer Bourdieu gelesen hat, sicherlich dann erkennt. Er hat alles angesprochen, auch das, was ich jetzt wieder etwas verstärkt ansprechen will. Wenn wir über Leistung, die sich lohnt, sprechen und über das Leistungsprinzip, das Thema oder das Stichwort Meritokratie ist gefallen, müssen wir unbedingt auch in dem Zusammenhang, den Sie nochmal hier dargestellt haben, wo die eigentliche Benachteiligung viel größer ist, nämlich in den Übergang zwischen Schule und Arbeit, also was wird sozusagen nach dem Abschluss, wo Sie gesagt haben, da ist die Benachteiligung noch größer. Also in dem Zusammenhang müssen wir unbedingt verstärkt über Netzwerke, viel bei Ihnen der Begriff auch in einem Nebensatz, über Netzwerke unser Sozialkapital sprechen, was letztendlich auch diesem Meritokratieprinzip widerspricht. Weil das auch nichts Individuelles ist, begrenzt etwas Individuelles ist, sondern man gehört einer bestimmten Gruppe an oder man hat sich vielleicht im Rahmen des Lebenslaufs irgendwie noch diese bestimmten Netzwerke angeeignet oder man hat von vornherein irgendwo in eine Familie hineingeboren, wo man eigentlich nicht viel zu tun hat, da stimmen die Beziehungen, da stimmt einfach das Sozialkapital. Jedenfalls gibt es genug Studien und die kennen Sie wahrscheinlich auch, die stark darauf hinweisen, dass Netzwerke, die richtigen Netzwerke, arbeitsmarktrelevantes Kapital, heißt das dann sozusagen Sozialkapital, das Entscheidende sogar sind, wenn es darum geht, Bildung aus dem Humankapital, ökonomisches von mir aus Kapital zu machen. Ich beschreibe es erstmal einfach so, kann man so und so dazu stehen. In Amerika geht man damit etwas lockerer um. Es gibt Autoren, die sagen, naja, ist es halt so, 70% der Arbeitsplätze wären über Beziehungen vergeben. Das hat schon immer so funktioniert und wird es auch immer so funktionieren. Ich beschreibe es erstmal nur so und möchte nur, dass man einfach dieses Wort noch hier fallen lässt nochmal und einfach nochmal sagt, dass das dazugehört, dass das noch bei diesem Thema unbedingt verstärkt thematisiert werden wird. So, und vielleicht zum nächsten Punkt noch, was man auch vielleicht auch machen kann. Wir haben jetzt, als wir über, was man anders machen kann oder wie man das ändern kann, Stichwort Leistung, wonach soll es denn sonst gehen, wenn es nicht nach Leistung geht? Es kann durchaus nach Leistung gehen, aber man kann durchaus auch darüber reden, wie man Leistung bewertet. Man kann zum Beispiel, das ist bei Ihnen auch in Ihrem Vortrag vorgekommen, was wird in der Schule abgefragt? Was wird dort für wichtig erachtet? Man hat ja festgestellt, dass in Schulen, ich glaube, das ist in Frankreich dann mehr so, dass man gelerntes Wissen abfragt. Und da hat man die Möglichkeit, mir ging es genauso, was wiedergegeben werden musste innerhalb der Schule, das konnte ich sehr gut wiedergeben und das konnte keiner mithalten. Aber wenn es darum ging, wenn Wissen abgefragt wurde oder etwas abgeleitet wurde, wo allgemeines Wissen dann eine Rolle spielte oder das, was man vielleicht während der Kita-Zeit, die ich auch nicht besucht habe, oder irgendwie eine Familie mal aufgeschnappt hat, wenn es da Verbindungen gab zu dem Erlernen noch in der Schule, dann gab es schon Schwierigkeiten, da habe ich viel schlechter abgeschnitten. Also man kann sozusagen durchaus auch drüber nachdenken, was wird in der Schule abgefragt, was wird da bewertet und wie kann man auch so Systeme entwickeln, das abfragen, das für wichtig schätzen, was vielleicht auch durchaus von Kindern mitgebracht werden kann, unabhängig von der Herkunft. Und das andere ist, Sie sprachen auch nochmal dazu, über Bewertung Leistung kann man natürlich auch nachdenken, welche Berufe werden wie anerkannt und wie bewertet und wie bezahlt. Und das steht sozusagen auch nicht für die Ewigkeit fest. Und darüber kann man auch neu nachdenken, welche Berufe wie entlohnt werden. Das ist auch so. Das führt ja zu weit. Ja, also vielleicht sage ich noch mal ganz kurz was zum Leistungsprinzip und zur Meritokratie. Also ich glaube, niemand will wirklich eine Gesellschaft wollen, wo es nur nach dem Leistungsprinzip geht. Das wäre eine furchtbare Gesellschaft. Es gibt sozusagen eine soziologische Satire darüber, The Rise of Meritocracy, wo geschildert wird, was eigentlich wir für eine Gesellschaft hätten und bekämen,
wenn es nur eine Herrschaft der sogenannten Besten wäre, was immer man darunter verstehen mag. Also es gibt viele Prinzipien, nach denen man unser Leben ordnen kann, ja, und viele Prinzipien und viele Lebensbereiche, bei denen es gerade nicht um das Leistungsprinzip gehen sollte. Es gibt aber Bereiche, die haben etwas zum Beispiel mit wirtschaftlicher Ungleichheit zu tun. Und wirtschaftliche Ungleichheit in unserer Gesellschaft wird eben ganz offiziell mit Berufung auf das Leistungsprinzip gerechtfertigt und legitimiert. Und dann stellt man eben tatsächlich fest, das ist häufig überhaupt gar nicht der Fall, ja, sondern die wirtschaftliche Besserstellung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen hat mit höheren Leistungen etwa gar nichts zu tun. Und dann stellt man wiederum fest, dass nun diejenigen, die schlechter gestellt sind, aber diesen Leistungsgesichtspunkt dann zum Anlass nehmen, daran die gesellschaftliche Wirklichkeit auch zu messen. Das heißt also, das Leistungsprinzip ist auf der einen Seite, und das macht die Vielgestaltigkeit aus, also wird es zur Rechtfertigung auch von Privilegierung verwendet, ja, und ist damit durchaus auch häufig so etwas wie eine Ideologie. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit, eine berechtigte Kritik zu artikulieren, wenn die Besserstellung bestimmter Gruppen oder Personen mit selbst erbrachten Leistungen gar nichts zu tun hat. Und das hat auch was damit zu tun, dass in dem Begriff Leistung letztendlich auch das Bedürfnis davon steckt, dass wir für unsere Fähigkeiten, die wir haben, anerkannt werden wollen. Es ist auch ein Anerkennungsbedürfnis, was da zum Ausdruck kommt. Und ganz kurz noch zu den Netzwerken. Die Netzwerke sind wichtig, das ist richtig. Es ist nur wiederum auch in der Ungleichheitsforschung relativ gut belegt, dass entgegen auch bestimmter bürgerlicher Klischees, die davon ausgehen, also den Leuten dort unten, denen geht es nicht besonders gut, aber das Leben ist da so lustig, weil sich alle kennen, ja, das stimmt natürlich nicht. In Wirklichkeit ist es so, dass die Netzwerke, die man hat, mit dem Sozialstatus mit dem niedrigen Sozialstatus abnehmen. Das heißt, die in der sozialen Rangordnung eher unten stehen, verfügen auch über geringere und Bekanntenkreise und ihre Netzwerke beschränken sich häufig nur auf die eigene Familie. Und das ist nicht besonders vorteilhaft, wenn es darauf ankommt, Beziehungen zu haben, um zum Beispiel auf Arbeitsmärkten eine Rolle zu spielen. Netzwerke können aber, es ist wieder so eine Vielgestaltigkeit, hinderlich sein. Wir haben zum Beispiel darüber, wäre auch interessant zu reden, in der Forschung festgestellt, Diskriminierung von Ausländern, ja, gibt es häufig gerade dann, wenn diese Ausländer erfolgreich sind. Gerade der erfolgreiche Migrant wird häufig diskriminiert und angegriffen. Da kann doch irgendwie etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, wird dann häufig unterstellt. Auf dem Weg zum Erfolg können gerade in Zuwanderergruppen Netzwerke aber auch ein Problem sein. Das heißt also, ich stehe, wenn ich etwa sozusagen einen Lebensmittelladen habe und ich bin kein Bio-Deutscher, dann stehe ich sozusagen vor der Frage, will ich diesen Lebensmittelladen für meine eigenen Leute auslegen? Das heißt aber, ich komme über eine bestimmte ökonomische Schwelle nicht hinaus oder will ich das allgemeine Publikum erreichen? Und häufig genug ist es dann so, dass das Netzwerk der eigenen Gruppe einen sozusagen auch wieder zurückzieht. Das heißt, Netzwerke sind in vielerlei Hinsicht wichtig für die soziale Platzierung. Es kommt immer darauf an, dass man die richtigen hat. Ja, Peter Selinius, Mitarbeiter bei der Böll-Stiftung. Ich möchte mal zwei Ebenen ansprechen. Einmal von den schulischen Fragen her muss man wirklich sehen, dass die Schule ja meistens Noten vergibt nach schriftlichen.
wie soll ich sagen, Leistungskontrollen oder Rechnungskontrollen und mündlichen Fragen. Und da geht die ganze Emotion des Lehrers mit ein in diese Benotung. Und das eröffnet Tür und Tor für alle möglichen Werturteilsprobleme, die die Kollegen, also ich war früher Lehrer, ausüben. Und das ist vielschichtig. Und ich glaube nicht, dass es überwunden ist, um es mal so auf sämtliche Fragen der Bildungspolitik zu streuen, in aller Breite. Eine zweite Ebene, die mir eingefallen ist, Stichwort Hochschule. Also da spielen Netzwerke eine große Rolle, ob man Professor wird oder nicht. Wer die Netzwerke nicht hat, kommt durch Berufungskommissionen nicht durch. So, das heißt, dass die Werturteilsproblematik zieht auch in diesen Hochleistungsbereich eine große Rolle, wenn man die Hochschullandschaften ein bisschen sich anguckt. So, und wenn man die Netzwerke in der Wirtschaft anguckt, in der Ökonomie, da ist das Problem auch sehr stark verbreitet. Das heißt, dort sind es ja häufig auch in Aktiengesellschaften oder GmbHs, sind das Wahlvorgänge durch Aufsichtsräte und man muss gewählt werden in einen Vorstand. Das heißt, das sind Wahlprozesse, die formieren sich und da braucht man Netzwerke, um überhaupt diese Schwellen zu nehmen, um dann eben in diese Führungsschicht aufsteigen zu können oder auch nicht. So, deswegen sind das ganz komplizierte Verfahren, die da in sehr heterogener Art und Weise in der Gesellschaft ausgeübt werden und deswegen ist das alles nicht eindimensional. Und deswegen finde ich schon, dass man von Chancengleichheit oder wie soll man sagen, Leistungsbegriff, der wird nicht eingehalten im Regelfall, weil es im Prinzip in den Schulen häufig diese Werturteilsproblematik gibt. Es gibt auch relativ klare Formvorschriften, zum Beispiel Ausführungsvorschriften zur Kontrollierung von Orthographie und Grammatik zum Abitur. Da kommen auch bestimmte Diskriminierungen zustande, wenn man sie in einer liberalisierten Form auflösen könnte. Man kann dann plötzlich erleben, dass eine Bildungsexplosion dann passiert, wenn jemand die Schwelle genommen hat und plötzlich dann studiert, dann wird das in der Schärfe gar nicht mehr kontrolliert. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Erlebnisse, die die verschiedenen Schüler und Studierenden in ihrem Leben haben oder in ihrem Berufsleben. Und deswegen ist das eben eine sehr, ja, wie soll man sagen, vielfältige Frage. Und ich glaube, Diskriminierung ist im breiten Sinne eben nicht überwunden. Da würde ich Ihnen auf jeden Fall Recht geben. Die Frage ist, was ist Leistung? Wenn Sie Leistung in Ziffernoten packen, ist es ein Faktor, den wir allgemein hier bei uns in der Schule tun. Also Leistung ist aber mehr, oder Leistung ist für mich etwas anderes. Es ist ein Produkt, das man herstellt. Es ist eine Ganzheitlichkeit, die eine Gruppe oder ein Einzelner produziert. Und deswegen ist es ja auch in der heutigen Pädagogik auch der große Streit oder die große, eigentlich ist es kein Streit mehr, sondern eine Klarheit, dass die reine Ziffer an sich nichts sagt, sondern es gibt sehr viele Berichtsformen, die hier nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Schulen eine große Rolle spielen. Und sei es jetzt auf einem Bereich, um eine Lehrstelle zu finden, sei es um einen Bereich einen Studienplatz oder einen Arbeitsbereich zu finden, ganz viele Schulen, staatliche wie private, wie auch wir, ich kann jetzt eben genaue Beispiele nur von unserer Schule, von Salem benennen, wir haben einen erweiterten Leistungsbegriff, also nicht einen Leistungsbegriff, der jetzt ein Fachwissen im einzelnen Bereich hat. Logisch machen wir Abschlüsse, die sind notwendig als Zulassung von der Universität, sei es im deutschen System Abitur, sei es ein IB, wir haben zwei Schulabschlüsse an unserem Ende unserer Schule, oder sei es auch im Bereich des dem mittleren Bildungsabschluss. Da haben wir Bereiche, wo natürlich Ziffernoten gegeben werden, weil das hier ein Agreement in unserer Gesellschaft ist. Aber zusätzlich, was für uns viel wertvoller ist und viel größeren Bereich, sind sogenannte Profilzeugnisse. Also jeder Schüler bei uns hat eine Verpflichtung, sich in verschiedenen Bereichen, ich habe es vorher erläutert, im Dienst sich zu qualifizieren, aber auch im Bereich der Schülermitverwaltung, der Demokratieerziehung, die bei uns eine ganz große Rolle spielt, aber eben auch im Bereich des Sportes oder der Musik. Und wo er sich, wie er sich da dargestellt hat, es wird in einem Bericht, in einem zweiseitigen großen Bericht am Ende mit übergeben. Oder auch, man kann ein zusätzliches Salemer Abzeichen machen. Und diese Bereiche, die drücken dann
die Projekte aus, die Produkte aus, die ein Einzelner oder in einer Gruppe gewährleistet hat. Und das ist für mich dann Leistung. Jetzt nicht unbedingt jetzt in der Mathematik am Ende irgendeine Spezialaufgabe zu können. Das ist wichtig, um in der Ökonomie weiterzukommen. Aber gemeinsam etwas hinzubekommen, damit etwas zu gestalten, damit einen Bereich zu gewährleisten, sei es in der Schülerfirma oder wo auch immer, sei es in einem Musikprojekt auf die Beine zu stellen oder ein Theater zu organisieren und hier diese Theateraufführung zu planen oder die Hohenfelser Kinderwoche, die eben sozial benachteiligt von der Diakonie in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit eben aus benachteiligten Familien hier in den Pfingstferien zusammenruft und die Schüler das betreuen, wer so etwas hinbekommt, eine Gruppe, das ist, kann nie ein Einzelner sein, das ist für mich eine Leistung. Und das, also ich muss überlegen, was ist eine Leistung, wie bewerte ich und wie messe ich die Leistung, wie bewerte ich die dann, wie gebe ich die Rückmeldung, um eben Jugendliche und Kinder aufzubauen, eben wirklich zu stärken und sie nicht niederzumachen. Und das hörte ich aus den Worten oder das kam vorher aus der Schilderung der Grundschule hervor. Also es geht ja nicht um ein Kind oder einen Jugendlichen niederzumachen, sondern wirklich um diese Leistung auch wahrzunehmen und zu verstärken, um eine Persönlichkeit zu bilden. Ergänzung oder Widerspruch von Herrn Dalmar? Ja, also das ist, verstehe ich alles. Aber. Schauen Sie, wenn wir hingehen und Leistung jetzt breiter fassen, dann ist das eine 1:1 Bedrohung für mich, für jemanden wie mich. Das liegt auf der Hand. Ja, der Mehmet hat eine 1-Abitur gemacht, der Philipp hat zwar nur 2,9, aber er kann ganz toll Violini spielen. Deswegen kriegt er auch einen Studienplatz wie ich. Das ist doch ein Resultat. Nein, also, verstehen Sie, was ich meine? Nein, also, der Anan hat ein 3,1-Abitur gemacht, ja. Ist aber ein super Feuerwehrmann, der kann super organisieren, der ist ganzheitlich trotzdem, von Betrieb trotzdem habe ich das 1-Abitur gemacht 3. und er nicht. Ja, aber der hat in anderen Bereichen, das ist doch... Ja, natürlich, dann soll er Feuerwehrmann werden. Verstehst du, was ich meine? Verstehe ich ja alles. Nur, das ist genau das, was ich spreche. Der soziale Background wird an der Stelle, Pip, noch einmal perpetuiert sich der Startvorteil, den er hat, obwohl er nicht so gut ist wie ich. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehen Sie meinen Punkt? Ich weiß, was Sie meinen, aber ich betone was anderes. Mir geht's nicht um dieses, um diesen einzelnen Bereich, sondern mir geht's um eine ganzheitliche Person. Also bei mir, also ich sag's mal so: Ich habe bei der Boston Consulting gearbeitet. Es wimmelte von Leuten, die kamen von 3 Schulen: Luisenlund, St. Blasien, Salem. Mhm. Ja. Ja. Spielten alle ganz toll Violine und konnten sich ganz toll darüber unterhalten Ach, weiß der Teufel was. Und erbrachten keine Leistung. Ja, die erbrachten Leistung, ja. Aber die brachten eben nicht mehr Leistung als ich. Hatten es aber trotzdem bessere Karten. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist das, was sie in Salem ja beibringen. Deswegen zahlen die Eltern ja auch 30.000 Euro. Damit sie sich ganz sicher gehen können, dass die Kinder eben diese Lingo lernen. Die zahlen ja nicht 30.000 dafür, dass ihre Schenkel im Flur stehen. Nee, aber... Nein, vielleicht missverstehen Sie mich nicht. Ich bin nur dieses Furor habe ich nur deswegen, weil ich nicht die Chance hatte, dahin zu gehen. Ich wäre sofort dahin gegangen, wenn ich die Chance gehabt hätte. Außerdem wissen wir ja, die Kinder kommen ja schon mit Geigenunterricht nach Salem. Ne? Also, ja, es wird immer besser. Die Lingo, die wird in einem anderen Bereich gelernt und wir verstärken die Lingo nicht meiner Ansicht nach, sondern verbreitern sie in andere Bereiche. Also wie ich gesagt habe, wir haben 22% Stipendiaten dabei bei uns und ich glaube, dass in diesem ganzheitlichen Betrachtung eines Menschen eine Reifung allgemein einer Person geschieht. Und da kann man auch, wenn man nicht aus einem bestimmten Bereich kommt, auch seine Stärke, seine Ich-Stärke erhalten und bekommen und sich dadurch auch gereift in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen begeben. Bin ich überzeugt davon. Und das kriege ich jetzt im staatlichen Schulwesen nur dann hin, wenn ich in die Ganztagsschule gehe, wenn ich bestimmte Bereiche überwinde und eine ganzheitliche Reifung einer Persönlichkeit, verschiedenste Facetten überhaupt nur in Mittelpunkt stellen kann und eben nicht nur eine Ziffernote hier am Ende habe, sondern auch wirklich Projekte gestalte und dieses gemeinsam einbinden.
Können Sie für Nicht-Luisen Lundler und Salema nochmal erklären, was Lingo ist? Das habe ich von ihm übernommen, den Begriff kenne ich gar nicht. Also, das Sprache, ist einfach so. Eine Sprache, eine bestimmte Art und Weise, sich auszudrücken. Ah. Ja, Ganz kurz, ich meine, es klingt ja wirklich alles super, aber man muss das jetzt nochmal unter dem Gesichtspunkt der Chancengerechtigkeit. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass im republikanischen Frankreich mit dem großen Gleichheitsideal, ja, alle sind Franzosen, alle sozusagen werden in gleicher Weise bewertet, wie immer man da jetzt zu stehen mag, ja, gab es vor einigen Jahren überraschenderweise große Schülerbewegungen gegen die Abschaffung des Zentralabiturs, gegen die Abschaffung des strengen französischen Zentralabiturs, weil die französischen Schüler gesagt haben, ja, wenn da jetzt auf einmal der Lehrer wieder entscheiden soll, wenn da auf einmal wieder entschieden werden soll, nicht was ich wirklich eingetragen habe in den Fragebogen, sondern ob ich okay bin, ob ich eine interessante Persönlichkeit bin, ja, ob ich sozusagen weltoffen und tolerant bin, ob ich vielleicht auch etwas Musisches an mir habe, etc., öffnet das Tür und Tor, ja, um sozusagen eine Ungleichbehandlung von unterschiedlichen Schülern sozusagen zu rechtfertigen. Das heißt also, da würde ich Ihnen völlig zustimmen, auch das hat wieder sozusagen den paradoxen Effekt, dass in dem Maß, wie Persönlichkeitseigenschaften eine stärkere Rolle spielen sollen als nachprüfbares Wissen, wiederum bestimmte Sozialschichten davon besonders profitieren, nämlich die Sozialschichten, deren Persönlichkeitseigenschaften denjenigen der Lehrer, die die Kinder unterrichten, am ähnlichsten sind. Es geht nach diesem Prinzip der Ähnlichkeit. Und deshalb ist es, wie gesagt, kein Wunder, dass manchmal, man mag dazu stehen, wie man will, aber darauf geradezu bestanden wird, es soll nur das gelten, was in dem Fragebogen steht. Ja, aber Salem liegt im Süden der Republik und hat die Baden-Württemberg und Bayern sind diejenigen, die am längsten Zentralabitur machen. Wir haben uns noch nie dagegen gewehrt. Und wir haben uns jetzt mit dem IB, im internationalen Baccalaureat, ein weltweites Zentralsystem angeschlossen. Also ich sage nur, die Ziffernote alleine ist für mich nicht ausschlaggebend. Aber es ist von dem her natürlich eine zentrale Messung, finde ich wichtig und finde ich wesentlich. Ich will die Note ja gar nicht und die zentrale Note ja gar nicht sozusagen jetzt als das bessere Modell vorstellen. Bloß hat sich sozusagen so angehört. Das andere ist keine Alternative, wenn es darum geht, Chancengerechtigkeit herzustellen, sondern das andere, die sogenannten weichen Faktoren, ja, die Soft Skills, sind gerade sozusagen das Einfallstor, über das sich eine Privilegierung bestimmter Sozialschichten auch wieder herstellen kann. Noch kurz, Herr Müller? Oh. Oder nicht? Okay. Dann ist jetzt endlich mit Skinner dran. Lange warte ich. Ja, zwei Fragen. Einmal an Professor Neckel. Sie haben ja vorhin die Korrelation zwischen soziale Herkunft und dann auch die Rollen, die hinterher übernommen werden können in der Gesellschaft als Führungskräfte und so weiter, etwas dargelegt. Für mich stellt sich die Frage angesichts der verändernden Leistungskoordinate in der Gesellschaft, muss man jetzt an den politischen Instrumenten dann nochmal etwas verändern? Also so Fragen wie zum Beispiel Quoten, Stipendienprogramme, um einfach die Startbedingungen einigermaßen anzugleichen, auch eine gewisse Anschlussfähigkeit für wenige privilegierte Staatsbürgerinnen und Bürger zu schaffen. Also muss man da nochmal, auf der einen Seite verändert sich ein wichtiger Wesenszug von einer modernen Gesellschaft, die eine gewisse Chancengerechtigkeit durch Leistung erbringen soll. Also da verändert sich etwas, aber die politischen Instrumente bleiben die gleichen, also muss man da nochmal etwas nachhelfen, verändern? Und die Frage an Frau Mergenthaler, aus Ihrer empirischen Erfahrung, Sie vermitteln ja eine Reihe von Kompetenzen über schulische Noten hinaus. Inwiefern sind Sie für die
weitere berufliche Karrieren, für den sozialen Aufstieg, auch für den beruflichen Aufstieg hilfreich? Wo finden Sie sich wieder, Ihre Schülerinnen und Schüler, hinterher? Ja, ich glaube, man kann über bestimmte Programme streiten und sich fragen, ob das sinnvolle Instrumente sind. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir investieren in die öffentliche Infrastruktur und in die Infrastruktur öffentlicher Bildungseinrichtungen. Und um das auch ganz klar zu sagen, nichts gegen Salem, aber sozusagen eine Politik, die offensiv sozusagen die Privatisierung von Bildungseinrichtungen fördert, entzieht in der Regel sozusagen der öffentlichen Infrastruktur von Bildung auch die Mittel und das Engagement. Das ist so. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Wir brauchen die Stärkung dieser Infrastruktur, und mit dieser gestärkten Bildungsinfrastruktur werden dann auch diejenigen sozusagen profitieren können, die für ihren sozialen Aufstieg die Bildungserfolge brauchen. So wie das auch in anderen Jahrzehnten tatsächlich ja schon mal der Fall gewesen ist. Wir haben eine Situation gehabt ab den 60er Jahren, zwischen den 60er und den 80er Jahren, in denen sich der soziale Raum geöffnet hat, in denen es Möglichkeiten gab, für Kinder etwa aus dem traditionellen Arbeitermilieu, aus dem Facharbeitermilieu, über Bildungserfolge einen sozialen Aufstieg zu erlangen. Es ist nicht einzusehen, warum dies in der Gegenwart nicht der Fall sein sollte. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Also es gibt mittlerweile ja auch Mentoring-Programme an den Universitäten etwa etc. Das sind, glaube ich, immer auch ein bisschen zweischneidige Instrumentarien, ja, weil Benachteiligte, die das in Anspruch nehmen, gewissermaßen immer vor dem Zwang stehen, sich selber als benachteiligt bezeichnen oder verstehen zu müssen. Ja, also das ist immer eine zweischneidige Geschichte, sage ich mal. Deshalb meine ich, also dass die Stärkung der öffentlichen Infrastruktur sozusagen das wichtigste Instrumentarium ist. Darf ich nur einen Satz dazu ergänzen? Vollkommen richtig. Und im historischen Rückblick, wer waren denn die größten Bildungsverlierer? Ja? Diejenigen, die am meisten benachteiligt waren im Bildungssystem bis in die 60er Jahre hinein, das waren katholische Frauen auf dem Lande. Katholische Arbeitermädchen vom Lande, ja. Die war am gleich von drei Stellen sozusagen ausgeschlossen, abgehalten von Bildung. Und da hat sich ja viel getan. Und gerade das, weil wir es ja schon mal geschafft hatten. Nicht perfekt, aber immerhin. Wir hatten ja in den 70er Jahren plötzlich Hunderttausende von Arbeiterkindern an den Universitäten. Das zeigt doch, dass wir es eigentlich können. Ich meine, das zeigt doch, dass es machbar ist. Und es ist unverständlich für mich, ja, wie wir über 20 Jahre hinweg da einfach die Hände in den Schoß gelegt haben und gesagt haben, oh, das ist alles schrecklich, wir lamentieren, aber tun nichts. Oder tun wenig. Jetzt ergibt sich die Frage, wie viel Zeit gibt uns die Böll-Stiftung noch, weil es ist noch eine Frage von Herrn Mestgen. Ja, genau. Also meine Entschuldigung, dass ich nochmal interveniere, aber meine Frage war ja auch deswegen auch politische Instrumente, weil natürlich ähnliche Staatsbedingungen, aber dann haben wir die Situation in Deutschland im Augenblick zum Beispiel, dass circa 30% der hochqualifizierten Deutschen mit türkischem Hintergrund das Gefühl haben, trotzdem wird unsere Leistung hier nicht wertgeschätzt. Deswegen sehen wir unsere Perspektive in der Türkei. Ja? Nicht, dass jetzt 30% auswandern, aber sie betrachten es so als bessere Perspektive. Das heißt, wie kriegen wir das hin? Sind politische Instrumente hier hilfreich, um diese Leistung, die Leute haben ihre Leistung erbracht, auch die Rahmenbedingungen haben auch dazu beigetragen, über Bildung und so weiter. Aber dann kommen wir an diese Glasdecke und es geht nicht weiter. So, darum ging es mir dann auch. Also wie sich mit diesen veränderten Koordinaten des Leistungsprinzips und so weiter, weil vorhin war ja auch Social Capital und Netzwerke etc., die da eine Rolle gespielt haben.
Ja, Sie haben völlig recht. Deshalb habe ich ja gerade gesagt, eines der zentralen Diskriminierungsprobleme der Gegenwart ist die Diskriminierung der erfolgreichen Migranten, ja, und die Abwertung ihrer Leistungen, ja, und die Infragestellung ihrer Leistungen. Und das, glaube ich, ist sozusagen eine, das ist eine neue Entwicklung auch im gesellschaftlichen Alltag, auf die wir reagieren müssen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass wirtschaftliche Chancen tatsächlich die besten Voraussetzungen dafür bieten, dass Leute ihre erworbenen Bildungstitel also dann auch in Aufstiege umsetzen können. Und in dem Maße sozusagen, wie diese wirtschaftlichen Chancen eröffnet werden, ja, sollte das sozusagen gelingen und gibt es wahrscheinlich weniger auch diese Rückkehroption oder diese Rückkehrfantasie, ja. Aber das ist sicherlich eine große Gefahr. Eine große Gefahr auch deswegen, weil damit sozusagen die sogenannten Rollenmodelle, ja, an denen sich dann andere orientieren können, nicht so zur Entfaltung kommen können, wie es eigentlich notwendig wäre. So, jetzt ist Frau Magenthaler dran. Dann habe ich noch, wenn ich das recht sehe, 3 Wortmeldungen hier. Schaffen wir das noch, wenn wir alle ganz kurz sind? Ja, gut. Natürlich ist Salem nicht in der Lage dazu, familiäre Strukturen oder was Herr Neckel geschildert hat, aus den Angeln zu heben. Natürlich gehen unsere Schüler ganz häufig in Bereiche, die die Familien verkörpern, so wie wir dieses ganz viele selbst in dem Bereich gemacht haben. Aber was ich in den letzten 10, 15 Jahren feststellen kann, es verbreitert sich der Horizont, es verbreitert sich der Bereich, den unsere Schüler an verschiedenen Studienfächern annehmen. Also ich denke, es öffnet sich, es weitet sich. Wir haben auch, das mag für Salem vielleicht erstaunlich sein, im Bundestag sitzt ein Linker, der in der linken Fraktion, der aus Salem kam. Es gibt alles Mögliche, aber natürlich haben wir vorwiegend wie in jedem Bereich eine ganz bestimmte Ausrichtung. Aber für mich geht es auch darum, was macht jemand an der Stelle und wie geht er in der Wirtschaft vor? Und ich hätte natürlich schon ein großes Problem, oder ich würde jemand nicht jetzt als Salemer bezeichnen, wenn er hier ohne Wirtschaftsethik Wirtschaft betreibt oder eben ganz große Bereiche hier wirklich zu einer Zerstörung führt, zu einem gesellschaftlichen Zerstörung von Bereichen. Das wäre nicht von der Idee her das, was Salem an der Erziehung machen möchte. Mir kommt eine Geschichte in den Sinn. Vor ein paar Monaten bekam ich eine E-Mail, so ein Battlebrief aus Harvard. Wenn Sie mal da waren, kriegen Sie mal diese Battlebriefe um Spenden. Also die Harvard-Präsidentin Ruth House schrieb an alle Alumni. Harvard ist bekannt als Institution, das großartige Leaders auf der ganzen Welt ausbildet. Es ist eine Institution, die dem Menschen verpflichtet ist, den Menschenrechten, der Würde, Dignity, all diese Sachen wurden aufgezählt. Blöderweise haben wir jetzt diese Finanzkrise und deswegen hat unsere Stiftung 6 Milliarden Euro, Dollar weniger als noch vor einem Jahr und wir brauchen dringend Geld. Spende. Das fand ich ganz, ganz witzig eigentlich, weil, wenn man das mal zu Ende denkt, eigentlich hat die Uni 6 Milliarden Dollar weniger, weil die Wall Street durchgedreht ist. Und die Wall Street wimmelt von Leuten aus Harvard. Das heißt, es war ja, die Frucht deines Schoßes, das da gewirkt hat. Ja. Ja. Und, wenn wirklich Harvard diese Leader mit Verantwortung und Ethik und bla bla alle ausgebildet hätte, dann hätte sie gar nicht diese Wall Street gehabt, die dann wiederum dafür gesorgt hat, dass, stehen Sie, aber wieso mir das jetzt in den Sinn kommt, weiß ich auch nicht. Wir gehen einfach mal kommentarlos weiter. Sie hatten noch eine... Entschuldigung. Aber die sind die Letzte.
Ich dachte noch, es wäre schon wichtig, vielleicht können Sie, Professor, noch kurz dazu sagen, zum Thema, auch mit Stichworten, damit es kürzer wird, Nivellierung von Bildungsabschlüssen. Wir haben ja nun Generationen, wir haben auch Menschen ohne Abschlüsse, wir haben auch zunehmend eine Generation, die einfach gute Abschlüsse hat, viele mit guten Abschlüssen, viele studieren und bei gleichbleiben, sagen wir mal, knappen Ressourcen, was die Arbeitsplätze angeht. Und da stellen wir fest, dass es anscheinend in der Geschichte ja immer so war und jetzt immer noch so ist, dass dann bestimmte Gruppen sich dann halt noch rausnehmen können, dann eben den Bildungsabschluss einen zu erwerben, der noch mehr wert ist, halt über eine Privatschule, die noch mehr wert ist, über eine Uni, die noch mehr wert ist, und alle anderen studieren und denken sich sozusagen, mit Hochschulabschluss erreiche ich was, und dann kommt die große Enttäuschung. Also was ich sagen will, ist noch, dass einfach auch irgendwo fast für mich wie eine logische Illusion erscheint, also oder anzunehmen, dass das auch irgendwo eine Illusion ist, über Bildungstiteln zu versuchen, diese Chancengleichheit zu erreichen, zumindest vollkommen, weil eben es immer Gruppen gibt, die dann sozusagen in diesem Wettrennen ja immer schneller rennen können, aufgrund, sei es auch nur materiellen Vorteilen, die sie haben. Und dann gibt's halt immer eine Möglichkeit, sich abzuheben, noch einmal mit noch einem besseren Harvard-Abschluss oder sonst was. So, okay, einfach nur dieses Thema nochmal. Ich würde einfach sagen, okay, schließen Sie sich direkt an, sonst, und Sie dann auch, sonst kommen wir nicht mehr durch. Ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage richtet sich an Frau Mergenthaler. Ich fand es sehr interessant, Sie meinten, dass ungefähr ein bisschen mehr als ein Fünftel der Schüler und Schülerinnen Stipendien bekommen. Und mich interessiert sehr, nach welchen Kriterien diese Stipendien vergeben werden, welches Leistungsprinzip im Vordergrund steht und wie diese Leistung definiert wird. Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Daimar-Gülesch. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass je höher die Positionen sind, desto homogener sind die Menschen untereinander. Das hat sehr viel auch mit der Attitüde zu tun, mit der Lingo, die Sie heute jetzt angesprochen haben. Und ein Faktor davon ist ja auch, dass man sich bestimmten sozialen Netzwerken aufhalten muss, damit man irgendwo ankommen kann. Inwiefern sind diese sozialen Netzwerke blockiert, beziehungsweise haben Sie irgendwelche Tipps, wie diese sozialen Netzwerke für Menschen mit Migrationshintergrund, die selbst Gastarbeitereltern haben beispielsweise, es trotzdem überwinden können, diese Blockade? Vielleicht mache ich zuerst. Achso, Entschuldigung. Ja, ich hatte die gleiche Frage, die Kriterien der Stipendien in Salem, und da würde mich interessieren auch noch, ich gehe davon aus, dass auch ein Kriterium ist zum Beispiel diese Soft Skills, Instrumente spielen und dass diese Dinge auch eine Rolle spielen, aber ich kann mir, also das Problem ist ja, dass eben vor allem weniger privilegierte Schülerinnen das einfach nicht mitbringen können und inwiefern sie wirklich dann auch die involvieren oder denen eine Chance geben, die intelligent sind und aber eben diese Skills nicht mitbringen und inwiefern dann auch Leistung eine Rolle spielt bei den Schülern, die deren Eltern die Studien- oder Schulgebühren bezahlen können und ob es da einen anderen Maßstab irgendwo vielleicht doch gibt. Und auch, die Absolventen von Salem sind ja auch häufig die Führungskräfte in Deutschland. Und da würde mich auch einfach interessieren, inwiefern innerhalb der Schule, also in der schulischen Erziehung, auch diese soziale Verantwortung thematisiert wird, dass eben auch die Vetternwirtschaft irgendwie durchbrochen werden kann. Und dass auch das, was wir heute besprechen, auch mal mit Schülern besprochen wird, dass sie halt, ja, das auch später in ihrem Beruf auch umsetzen können oder werden. Ja, fange ich an. Stipendiatenauswahl, also wir wollen unseren Stipendiatenprozentsatz erhöhen, aber Stipendiatenauswahl funktioniert auf einer Ganzheitlichkeit. Und es geht nicht darum, ob einer jetzt Geige spielt oder nicht, sondern es geht darum, er muss gute Noten haben, ja. Es ist also eine akademische Auswahl primär und dann wird er auf ein Stipendiatenauswahlwochenende eingeladen und es geht jetzt dann um Engagement. Also hat der oder diejenige sich
eingebracht, in egal welchem Bereich, sei es im in der Grundschule, in verschiedenen Bereichen, sei es, für was engagiert er sich, für was setzt er sich ein, was sind seine Bereiche, die er aufzeigt. Und da sind ganz erstaunliche Bereiche, eben auch von jetzt, wenn man von Migration redet. Ich habe ein Mädchen vor Augen, die in der Stipendiatenauswahl kam, die Unglaubliches wirklich geleistet hat, die ursprünglich aus einem ehemaligen Land der UdSSR kam, also ganz die Eltern, die hat kam im Norden der Bundesrepublik, hat in der mit 8 Jahren hat relativ schnell Deutsch gelernt, hat Mehrsprachigkeit erworben, bringt anderen Kindern jetzt auch noch Sprache bei, ist 13 Jahre alt, hat unglaubliche Bereiche hier aufgenommen. Also das ist ein Bereich, die kann kein Violine spielen, ist auch überhaupt nicht die Erwartungshaltung, sondern sie möchte sich engagieren, sie möchte dabei sein, sie möchte in der Gruppe etwas leisten, also mehr aus sich machen. Also ein Salemer Prinzip ist es plus et en vous, es steckt mehr in dir, hole es raus, fördere alle deine Fähigkeiten, die du hast. Darf ich gerade zwischenfragen, haben Sie Erkenntnisse darüber, wie die soziale Zusammensetzung Ihrer Stipendiaten ist? Also gibt es da viele darunter, die deren Familien von Sozialtransfers leben, oder ist das ja, eher höheres Mittelbürgertum? Nein, es gibt es auch. Es gibt es auch, absolut. Also das ist gar keine Frage, dass wir das haben. Also das ist dann der Prozess der Auswahl und diskutiert wird es an der Schule mit Schülern. Also es gibt eine lebendige politische Auseinandersetzung. Wir hatten jetzt eine Gruppe da, eine Israelin und einen palästinensischen Arzt, die bei uns an der Schule waren, Vortrag beide gehalten haben, aus ihrem Leben erzählt haben, erläutert haben, um die Situation in Palästina zu beleuchten. Das ist jetzt nicht hier vor Ort, sondern das ist eine politische Auseinandersetzung um das Ringen um Frieden, also um das Zusammenleben in der friedlichen Welt. Genauso haben wir Sozialarbeiter aus verschiedenen Bereichen da, aus Konstanz, Streetworker, die kommen, also Konstanz liegt auf der anderen Seite vom Bodensee, um hier Bereiche aufzuzeigen und mit Schülern auch da vor Ort zu arbeiten und hier verschiedene Bereiche aufzubauen. Also diese Diskussion, diese lebendige Diskussion findet statt. Habe ich vielleicht beide Fragen jetzt in dem Zusammenhang beantwortet? Also wir versuchen das zu integrieren bei uns an der Schule und die verschiedenen Felder aufzuzeigen, um dann eben beispielhaft das an der Schule lebendig zu machen, was wir erwarten, was unsere Schüler später in ihrem eigenen Leben gestalten sollen. Ganz konkret würde ich gerne wissen, also von 22,5%, wie viel sind das dann Teilstipendiaten? Also weil wenn man ein Teilstipendium bekommt, das heißt man zahlt immer noch 15.000 im Jahr, das ist dann immer noch für die Privilegierteren, das würde ich auch noch gerne wissen. Ja, wir haben auch Vollstipendiaten, aber 300 €, das sind die Lebenshaltungskosten, die durch Kindergeld oder Ähnliches, das erwarten wir, aber ansonsten, es kommt aufs Einkommen der Eltern an. Weiß ich nicht auswendig, muss ich nachschauen, weiß ich nicht auswendig. Mein Eindruck ist, wir haben jetzt keine Wortmeldung mehr, wir haben auch schon ganz ordentlich überzogen. Was sagt das Mikro? Die Dame in Grün hatte noch eine Frage. Ah, ist die noch nicht beantwortet, habe ich das jetzt einfach nicht? Ach, Entschuldigung. Aber ich bin zwar Moslem, aber ich mache es im Schweinsgalopp. Also, erst einmal, ich weiß nicht genau, was sozusagen der Schlüssel zum Erfolg ist, weil ich entsprechend erfolgreich bin. Ich bin ja nicht im Vorstand von der Allianz oder so. Aber was ich gelernt habe, ist folgendes. Erstmal, das, was meine Mama gesagt hat, stimmt. Muss man halt einen Zacken besser sein als die anderen. Das ist ein Argument, das bringt ein bis zum bestimmten Punkt. Aber ich glaube, dass dann in der Wirtschaft ein ganz anderer Punkt noch ganz wichtig ist. Money makes the world go round. Wenn Sie in Ihrem Geschäftsbereich einfach mehr Geld generieren, dann macht Sie das unangreifbar. Ja.
Ich bin Partner einer Anwaltssozietät, einer Wirtschaftskanzlei. Ja. Meinen Partnern ist es furchtbar egal, dass ich Mehmet bin und nicht Hans. Aber dem wäre es nicht egal, wenn der Mehmet eben keine Mandanten hätte oder nicht die Mandanten, die wir wollen. Und das ist ein schlankes Argument. Und das Dritte, auf einer persönlichen Ebene, ich kann wirklich nur für mich selber sprechen, ist diese Netzwerke, zu denen ich früher mal dazugehören wollte, ja, durch Anpassung, durch Überanpassung zum Teil auch. Ja. Ich habe in Bonn studiert, was ja eine sehr traditionelle Uni ist. So. Ich war in einer Studentenverbindung, einem Chor. Das muss man sich vorstellen. Also, ich habe ja schon erfahren, dass man eine gewisse Akzeptanz erfährt. Aber es geht halt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann brauchte ich halt 20 Jahre, um zu realisieren, dass eigentlich die bessere Haltung ist, ich will gar nicht dazugehören. Ich will gar nicht Teil von diesem Spiel sein. Wenn das die Spielregeln sind, dann möchte ich da nicht mitspielen. Man verliert einfach seine eigene Authentizität, verliert das Gefühl für sich selber und wird dann auch selber auch schlecht in dem, was man tut. Weil man die ganze Zeit, weil ich die Hälfte des Tages damit beschäftigt bin, aufzupassen, dass ich beim Abendessen mit den Kolleginnen und Kollegen den Hummer wirklich exakt so knacke, wie man den zu knacken hat. Statt zu sagen, was machst du hier eigentlich? Wieso hängst du mit diesen Leuten herum, die du noch nicht mal magst? Ja. Und das ist, glaube ich, wenn man diese Lässigkeit hat und diese Distanz zu den Dingen, auch eine Distanz zu sich selber, ich glaube, dann wird man auch richtig gut, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Ja. Und denken Sie mal dran, Groucho Marx hat mal gesagt, der Club, der mich aufnimmt, da möchte ich nicht Mitglied sein. Aber ein anderes Thema. Ja, Herr Daimler-Göhler, mit dem Wort mehr Lässigkeit haben Sie schon eine wunderbare Empfehlung gegeben oder eine halbe Teilantwort darauf, was wir denn tun können. Vor 2 Jahren wurde hier auch eine ganz gute Antwort gegeben, damals von Reinhard Pollack, auch ein Sozialwissenschaftler, der eine Studie im Auftrag von Böll gemacht hatte, wo es darum ging, wie wenig durchlässig und doch die deutsche Gesellschaft geworden ist. Und hat zu meiner Überraschung, weil länger ich drüber nachdachte, habe ich gedacht, hat er eigentlich recht, zu meiner Überraschung als eine der Lösungen, wie man das ändern kann, gesagt, ja, ganz viel drüber reden. Also das Leistungsprinzip muss immer wieder nachgefragt werden oder gefragt werden, ist das jetzt, haben wir hier tatsächlich nach Leistung vergeben? Und ich denke, da haben wir dann heute schon eine ganze Menge und ganz schön lang dafür getan. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich denke, das muss man jeder für sich und jeder auch hier im Publikum fortsetzen. Vielleicht können wir es erstmal fortsetzen, indem wir draußen ein bisschen miteinander reden. Vielen Dank an Sie alle und auch vielen Dank, dass Sie so viel Geduld hatten. Wir sind jetzt doch auf 2,5 Stunden fast. War sehr schön und auf weitere gute Gespräche.